Willkommen zurück hier auf der Dreamhack in Leipzig 2019. Wir machen gleich weiter mit League of Legends. Wie ihr vielleicht schon im Video ein bisschen gesehen habt, werden wir hier heute das Finale des ESBD-Vereinspokals spielen. Das Ganze fand am 1.1., da fanden die Qualifikationsrunden statt. 6 Teams haben gegeneinander gespielt, 6 Vereine, und 2 davon dürfen sich heute hier im Finale gegenüberstehen. Und ich hole mir auch gleich das erste Team hier zu mir auf die Bühne und ich bitte um einen kräftigen Applaus für den ersten Berliner E-Sports Club. Ihr dürft gerne bis zu mir nach vorne kommen. Kommt her, ihr strahlt ja schon richtig. Hallöchen. Ich stehe hier mit dem Lagia, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Du bist der Jungler des Teams. Genau. Und du darfst mir heute ein paar Fragen beantworten, weil die Leute sind ganz verbissen darauf zu wissen, wie hat es bei euch ausgeschaut, Vorbereitung. Ich habe ja gehört, am 1.1. musstet ihr die Qualifikation spielen. Ich meine, nach Silvester. Ja, das war natürlich nicht ganz einfach, ne? Also da alle zusammen zu bekommen, und ich weiß, dass andere Teams da auch Probleme mit hatten. Nach Silvester ist natürlich nicht das allerbeste Datum, aber wir haben es dann doch geschafft und sind dann ja auch ins Finale gekommen. Also ja, alles war doch noch alles okay. Ne? Hat alles noch funktioniert. Jetzt seid ihr im Finale. Wie hat es denn ausgesehen? Es war jetzt ein bisschen Zeit noch zu trainieren. Wie haben eure Vorbereitungen ausgeschaut? Naja, wir haben natürlich versucht, so oft wie möglich zu scrimmen, auch mal zu analysieren und zu gucken, wo sind unsere Fehler, wo sind unsere Schwächen, natürlich auch unsere Gegner angeguckt, aber im Grunde einfach nur versucht, so oft zu scrimmen wie möglich, ne? So wie es möglich ist. So wie es möglich ist, ja, weil ihr macht ja wahrscheinlich alle noch nebenbei was anderes, schätze ich. Genau, die meisten arbeiten von uns und klar, ja. Wie schafft ihr es dann, euch zu motivieren, also wie kommt es zusammen? Ich meine, ab und an kann ich mir gut vorstellen, dass man dann einfach vielleicht keine Lust hat nach der Arbeit oder so, aber wie haltet ihr die Motivation oben? Ja klar, ist natürlich nicht ganz einfach, gerade wenn man dann arbeitet und dann 20 Uhr nach Hause kommt, dann ist die Motivation nicht ganz hoch, aber jetzt gerade bei so einem Event, dann kommt die Motivation natürlich von alleine. Wir haben es gerade nochmal in den Kreis gestellt und kleine Rede geschwungen, aber wir sind natürlich bereit und auch heiß. Wir haben jetzt Lust. Das hört sich sehr, sehr schön an. Ich weiß nicht, ob schon viele im Publikum wissen, Vereine gibt es ja nicht nur für Fußball, sondern mittlerweile auch für E-Sports. Und ich würde mich einfach mal gerne wissen, wie schaut denn bei euch so ein Vereinsalltag aus oder die Vereinskultur? Wie ist denn das bei euch? Ich meine, ich war schon mal bei euch am Sommerfest, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber wie können sich das unsere Zuschauer vorstellen? Naja, bei uns läuft halt auch noch viel über Online und so, aber es ist natürlich auch der E-Sports, der Breitensport gerade im Spezifischen wird natürlich auch größer. Und bei uns ist auch ein Vereinsheim in Planung. Das ist natürlich alles noch nicht so ganz einfach, aber da ist halt viel in Planung so. Aber im Alltag würde ich sagen, das meiste findet aktuell noch online statt. Aber wenn es geht, dann trefft ihr euch so oft wie möglich offline, schätze ich. Genau, so oft wie es geht. Aber jetzt auch für uns ist das erste wirklich große Event. Wir sind noch nicht ganz lange ein Team. Aber ja, wir genießen es im Vollen. Ne? Okay, passt. Danke vielmals für die Einsichten. Wir haben natürlich noch ein zweites Team, die sich heute euch stellen werden. Und zwar bitte ich um einen großen Applaus für Magdeburg eSports. Hallöchen, kommt heran zu mir. Ja, ihr habt ja eure Fanbase mitgebracht. Holy. Ich stehe hier mit dem Latitude. Du darfst auch ein paar Fragen beantworten. Es ist ja, habt ihr die alle aus Magdeburg mitgebracht? Soweit ich weiß, ja. Das ist richtig cool, sehr schön. Und ich finde, so soll es auch sein, ja. Verein und der Verein und die Fans kommen mit. Auch Frage an dich, wie schaut es bei euch aus mit der Vorbereitung? Ja, ihr musstet auch am 1.1. spielen und habt euch jetzt fürs Finale qualifiziert. Wie hat dieser Weg ausgesehen vom 1.1. bis jetzt? Tatsächlich ein bisschen holprig, muss ich sagen. Also wir sind am 1.1. beim Qualifier mit einem anderen Line-Up angetreten, als das jetzt heute der Fall ist. Wir mussten relativ kurzfristig Ende Januar jetzt einen Spieler ersetzen. Und von daher müssen wir mal schauen, wie das heute aussieht. Training war halt relativ spärlich möglich. Ja. Spärlich, aber ihr habt trotzdem vielleicht auch ein bisschen so Analysen gemacht oder vielleicht habt ihr vielleicht ein bisschen dafür Zeit gehabt? Ja, wir haben jetzt zusammen 4 Games gespielt.
Ja, es ist extrem wenig und wir versuchen einfach Spaß zu haben und so kompetitiv wie möglich hier das Ganze zu gestalten. Also ihr habt auf jeden Fall eure Fans da und ich denke, die werden sicher auch noch mal so ein bisschen für Motivationsschub sorgen. Sehr schön. Wie sieht das denn bei euch im Verein aus? Ich habe jetzt drüben gerade nachgefragt, habt ihr schon ein Vereinsgebäude? Trefft ihr euch eher online, offline? Wie kann man sich den Vereinsalltag bei euch vorstellen? Also wir haben ein voll ausgestattetes Vereinsheim, tatsächlich mit ich glaube 5 oder 6 PC-Plätzen und dazu noch einen Streamer-Raum, bei dem halt jederzeit Content generiert werden kann. Es steht auch eigentlich fast jederzeit offen. Es ist immer jemand da und wer Bock hat zu zocken, kann da einfach hingehen, kann sich mit den Leuten treffen. Also es ist on wie offline. Das heißt, wenn ich jetzt da wäre, könnte ich einfach mal vorbeikommen und dort spielen und mit euch quatschen. Genau. Ja. Das hört sich sehr schön an. Wir haben auch schon noch mal über die Schwierigkeiten, du hast es gerade noch ein bisschen angesprochen. Wo würdest du trotzdem sagen, ist das die größte Herausforderung, wenn man ein League of Legends Team bilden will? Ich meine, bei euch wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass man einfach jetzt ins Vereinsheim kommt und dann werde ich sagen, hey, ich bin ein guter Supporter, ihr nehmt mich. Sondern finden da so Testspiele statt oder wie kann man sich das vorstellen? Genau, also Ende 2016 wurde vom Verein One-Hit Tryouts gemacht. Ne? Viele interessierte Spieler haben sich gemeldet und dann hat der Coach am Ende entschieden, wer in welches Team kommt und so lief das am Ende des Tages ab. Aber die Schwierigkeit ist natürlich im Amateurbreitensport, dass du viele Spieler hast, die andere Ambitionen haben. Ja, der eine möchte vielleicht 2-mal die Woche trainieren, der andere spielt wirklich tatsächlich nur aus Spaß. Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist schon nicht so einfach. Hört sich auf jeden Fall nach einer großen Herausforderung an. Ihr dürft euch jetzt bitte nochmal die Hände schütteln. Und dann Platz nehmen an euren PCs. Genau, hier wird nochmal Spaß gewünscht, danach auch noch applaudiert werden. Faires Spiel ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ja, geht einfach mal die Runden, ihr macht das schon sehr gut. Wir werden uns währenddessen, die sich hier ein bisschen warm spielen und an die Rechner gehen, werden wir uns ein Highlight-Video ansehen um das Spiel von Platz 3. Das wurde nämlich schon ausgetragen und zwar hat da Leipzig gegen Oftersheim gespielt. Und was da genau passiert ist, zeigen wir euch jetzt in einem Highlight-Video. Der nächste Engage, jetzt könnte es aber mal gehen, eventuell zwingt man jetzt hier. Und jetzt ist wieder. Der Flash ist raus, das Gift, es tickt. Und man kriegt Kill. Den First Blood, aber ich denke, der Reverse Kill könnte mit drin sein. Oh, das jawohl, der kommt. Auf Lucian, ja. Dass er der Casio W folgt, Lucian nichts machen kann. Und ja. Hier kommt die Ulti von, oh mein Gott, der Damage ist Schaden, auf jeden Fall da. Raus. Und da ist einfach der Solo-Kill schon wieder da. Dass er darauf auf jeden Fall confident ist. Und hier der Engage, ich kann nicht sehen, die ist geblendet. Die Ulti ist bereits raus, aber es reicht. Einwandfrei. Ja, während Graves dann anfängt, richtig Work zu machen. Und das wird aber übel ausgehen, denke ich mal. Und sie flasht einfach raus! Das ist natürlich nicht. Wir haben darüber geredet, aber wir dachten noch nicht, dass es so früh passieren würde. Vor Minute 10, ich glaube, wir machen einfach den Double Kill 1 gegen 2. Boah. Und ich wollte gerade sagen, Graves macht hier so viel Arbeit, aber als Mauke reingegangen ist, wusste ich schon ganz genau, das wird nicht gut ausgehen. Und jetzt hier der Engage auf Casio. Und die Lee Sin ist alleine, eine gute Ulti, aber der Stun trifft und so. Jetzt ist Lee Sin halt da. Oh, die Kombo ist jetzt aber mittel, ist auch noch Action. Da kommt der Kill gegen Irelia und die Ulti von Janna verhindert hier auf der Botlane Schlimmeres. Da ist Tower auf Magdeburg-Seite, macht es auch nicht besser. Das ist ja eine 4 gegen 2 Situation, also immer ein bisschen aufpassen. Da kommt mal der Engage von Mauke, bevor er nicht da ist. Eventuell kommt nochmal der Alistair einfach drin, erster Kill für Lee Sin. Jetzt ist Lush da, aber da kommt die Irelia, die kennt jetzt ein freies Feld. Die Laui geht rein, aber es reicht nicht aus gerade noch. Und aber auch kommt doch. Die einfach und räumt hier noch auf im Endeffekt. Man kann es wirklich, es ist halt und dann lässt man sich wieder so einfach catchen vom Graves. Im Miasma rein, Glück gehabt, das Q sich da. Oh, es reicht nicht ganz, die Jenna Ulti rettet ihn hier auf. Und jetzt macht er fast den Top, der kommt nochmal. Der nächste jetzt Streimann, Knock-up, Lee Sin ist drin, aber der Schaden fehlt einfach. Im Miasma stehen jetzt alle, jetzt kommen die E's, der Fang ist drauf, aber es reicht einfach nicht, die Schilde sind gut. Jetzt könnte die Cassiopeia einfach nur noch abräumen, man holt den ersten. Auf der Botlane ist die Syndra im 1 gegen 1 gegen die Illaoi gefallen, der nächste Vorteil hier. Und da kommt der nächste Engage, die Granate bounced nicht mehr. Es reicht sogar noch für ihn. Und die Jenna flecht sich hier, aber das reicht nicht aus, wenn das Irea. Und das ist, glaube ich, fast Game. Und trotzdem hat das nicht gereicht. Jetzt hier wieder der Engage. Cassius mit seiner Position wird hier Engage, kann rausleichen. Oh, die Ulti! Jenna direkt tot. Und Cassius kann sich auch nochmal saven. Und hier ist der nächste Kill. Es sind 4 Leute tot von 5 Leuten von diesem Verein. Der Magdeburg geht noch rein und es reicht trotzdem nicht aus. Das ist das Game. Ace! Super sauber gespielt. Und Magdeburg ist fast voll HP noch am Ende. Und damit sehen wir Magdeburg gegen Berlin im Finale der DreamHack Onstage. Und sehr jetzt souverän, gleich. Beide haben es auch verliebt. Magdeburg hat kein einziges Game gedroppt, die waren allen drei genau. Souverän übergegangen. Komplett gewonnen und viele Gäste waren auch Storms.
Ja, also ich hoffe, dass das Finale mindestens genauso spannend wird. Wir haben natürlich für den Drittplatzierten auch einen Preis. Und diesen Preis wird eine ganz besondere Person vergeben, und zwar der Vizepräsident des ESPD, der Martin Müller. Komm mal bitte zu mir auf die Bühne und großer Applaus. Hast du dir auch Fans mitgebracht, ja? Ich bin der Vorsitzende von Magdeburg. Vielleicht hat man das gemerkt. Also der Fanblock ist nicht wegen mir hier, aber er ist zahlreich. Ich finde das großartig. Ja, ich habe eine Sache noch mitbekommen. Und zwar haben wir, glaube ich, gerade das falsche Video gesehen, weil Magdeburg gespielt hat, was den Spezialisten natürlich sofort aufgefallen ist. Ja, natürlich. Und ich glaube, jetzt soll nochmal Leipzig gegen ERN eSports Rhein-Neckar eingespielt werden. Gut, dann schauen wir uns nochmal das richtige Video an. Vielleicht nimmt ihr auch wirklich eher die supportive Rolle ein. Und der Face-Check mal tatsächlich rein. Warum geht er so nicht zurück? Weil er lecker aus. Und der Schaden von ihm im Early Game ist halt einfach wirklich grausam von Bart. Das macht er natürlich. Eventuell kann man nochmal traden. Jetzt ist der Genie in der Wave, so kriegt er ordentlich Schaden. Das sah aber nicht gut aus, wenn er so nach draußen geht. Oh ja. Und hier kommt der erste Ramos. Oh, der Flash! Den Flash über die Minions. Direkt der Top. Der kommt dann wieder weg. Und der zählt den Schaden. Die Bombe macht jetzt. Und jetzt ist Bart eigentlich ein bisschen weit vorne. Kommt, da kommt sie, die Predicted. Jetzt muss er nur noch finishen. Das reicht. Aber da kommt der Ramos, das reicht jetzt gar nicht mehr, weil jetzt der Bau drauf ist. Oh, du denkst einfach, der Xerath macht guten Stand wieder, macht gutes Play, aber da ist der Ramos da und du hast keine. Oh, Bombe. Schöne Bart, Ulti. Und da bricht er den Endgame von aus, dass er den Kerl weggeburstet. Die Bart, Ulti. Wer ist dieser Bart, frage ich dich, ja? Auf keinen Fall, jetzt kommt das. Oh. Wie viel Schaden? Die Seelenbombe. Er macht sie hier. Die Seelenbombe. Das ist hier genau das, was wir gerade. Und Heimerdinger mit dem Push. Für die Band auf zwei Lanes haben wir jetzt Kölner. Und das würde auf jeden Fall der Midlane Tower sein, weil sie kann mit seinem Bomben auch extrem gut schauen. Jeder kennt das Spiel. Mit Zona Flash und insgesamt die Linie. Ich glaube, die Autos sind auf Jin. Jin wird auch sterben. Tausendmal Shutout. Jetzt können sie auf Frontlane connect. Und jetzt wird Barty wahrscheinlich auch noch sterben. Und jetzt der Auto fährt da los. Es reicht. Der kommt tatsächlich raus. Oh, jetzt kommt es nach. Wir müssen hinterher. Und in der Mitte ist der Ramos drauf auf F. Also hier gibt es immer keinen Öl. Aber das reicht nicht aus. Das ist hier auf jeden Fall nochmal raus. Das Öl, das ich brauche, ist erstmal gestorben. Und dann wird es sein für Leipzig. Und damit gewinnt Leipzig den dritten Platz im Vereinspokal. Das kleine Finale des heutigen Tages. Genau. Ja, da war jetzt auch auf jeden Fall ganz schön viel Action mit dabei. Ja, du bist schon bei mir auf der Bühne, aber was ist eine Preisverleihung ohne Leute, die was gewinnen? Deswegen würde ich sagen, wir holen Leipzig eSport zu uns auf die Bühne dazu. Bitte einen ganz, ganz kräftigen Applaus. Ja, die Jungs, der Gastgeber sozusagen. Ich gratuliere zum dritten Platz. Ich habe tatsächlich auch was mitgebracht. Wer ist bei euch Teamleader? Fritz ist Teamleader. Dazu muss man sagen, dass zwei von den Jungs jetzt auch noch im Finale die Schiedsrichter sind. Also vielen Dank für euren Einsatz und uns hier unterstützt. Ich habe eine Kleinigkeit mitgegeben bekommen, die ihr gerne in euer Vereinsheim bringen könnt oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob wir eine Kamera haben. Und zwar ist das eine Plakette zum Gewinn des dritten Platzes des Vereinspokals. Da darf er auch noch mal applaudieren. Genau. Genau, das ist euer Applaus. Ja, auch aus Magdeburg kräftig. So weit weg sind die Leipziger nicht. Fritz ist da. Ich überreiche dir das. Gratulation nochmal für das ganze Team. Und vielen Dank, dass ihr da seid. Danke vielmals. Ich denke, wir sehen uns nachher auf eurer Party, glaube ich. Ne? Danke, dann bitte noch einmal einen großen Applaus und ihr dürft euch aussuchen, wo ihr runtergehen wollt. Dankeschön. Und alle hier sammeln, bitte. Und da machen sie sich denn. Zwei von ihnen werden gleich Schiedsrichter sein, ja? Genau. Ach, das finde ich toll. Sehr gut. Wir zwei haben ja jetzt noch ein paar Minuten und dürfen ein bisschen plaudern. Ich weiß nicht, ESPD, wem ist das ein Begriff? Wem sagt das was? Ja. Also wer jetzt in meinem Blog nicht die Hände hebt, hat irgendwas verpasst. Der kriegt Watsche links, rechts. Nein, du siehst, es gibt einige Leute, die wissen vielleicht noch gar nicht so Bescheid, wer ihr seid und was ihr überhaupt macht. Vielleicht kannst du das mal ganz kurz so zusammenfassen für unsere Zuschauer. Also ausgesprochen heißt das Ganze eSport Bund Deutschland. Und wir sind eigentlich nichts anderes als ein Dachverband für den organisierten eSport. Also man kann das so ein bisschen vergleichen mit traditionellen Sportverbänden wie dem DFB oder sowas. Und versuchen, Struktur in den eSport zu bringen, so wie wir momentan kennen, und uns weiterzuentwickeln, sodass wir irgendwann flächendeckend überall eSport-Vereine haben und ähnliches.
spielen im Verein. Also das ist ja so ein bisschen, was ihr auch unterstützt. Aber warum sollten wir das tun? Also wir unterstützen das aus der Breitensportabteilung heraus. Wir haben ja noch eine Profisportabteilung, für die ist das nicht ganz so wichtig. Vereine haben den ganz großen Vorteil, dass sie Menschen zusammenbringen. Unabhängig davon, wo sie jetzt her sind oder sowas. Wir haben relativ viele lokale E-Sport-Vereine. Man merkt das daran, dass sie Leipzig heißen oder Berlin oder Magdeburg. Und all diese Städte haben einen entsprechenden Punkt, wo sich Gamer treffen können. Und das war auch die Motivation, so ein bisschen loszugehen, zu sagen, hey, wir wollen einen Platz schaffen, wo wir Gamer uns wohlfühlen, wo wir nicht unter uns sind, aber wo wir zumindest zusammenkommen können und wo wir unsere Hobbys ausleben können und vielleicht auch zusammen Pokale erringen. Das wäre ja total cool irgendwie. Daraus ist es entstanden. Genau, du sagst gerade Pokal und gibt es generell noch so ein bisschen, was du uns zum Vereinspokal erzählen möchtest? Du sagst gerade, ihr seid zusammengekommen, damit die Vereine dann auch etwas haben zum Spielen. Es waren jetzt erstmal nur 6 Teams, die gegeneinander angetreten sind. Warum? Weil wir in der Breitensportabteilung des ESBD erst 10 Vereine haben und 2 davon gar kein League of Legends Team haben. Dann gibt es auch noch mit dem Alter noch so entsprechende Probleme. Also teilweise waren die Spieler zu jung, konnten nicht mitspielen oder sowas. Das werden wir beheben. Das war jetzt sozusagen unser erster Aufschlag, wo wir auch der DreamHack nochmal ein ganz großes Danke sagen müssen oder wollen. Wo wir uns freuen, dass wir hier die Teams auf die Bühne bringen können. Und im Endeffekt geht es darum, dass die Städte gegeneinander spielen können. Die Vereine, die sich kennen, die Leipziger kennen die Berliner kennen uns. Also wir sehen uns auch öfter mal. Und dann ist das natürlich viel spannender, wenn man dann zusammen auch noch auf einer Bühne sitzt. Ja, ich finde das zum Beispiel total cool, dass ihr jetzt so quasi einen kleinen Fanblog mitgebracht habt. Und ich finde so, das ist irgendwie so in diese Richtung, in die es auch gehen sollte. Ich glaube, so macht dann E-Sports auch noch mal ein bisschen mehr Spaß zu gucken, oder? Also das macht auf jeden Fall Spaß, vor allem wenn man sie hört. Sie sind ähnlich lautstark wie die Fußballfans, noch nicht ganz so viele. Seid ihr ähnlich lautstark? Geil. Was ich übrigens auch sehr cool finde, wir haben sozusagen den Support-Block Sachsen-Anhalt hier unten noch mit der HS Harz sitzen. Aha. Ich weiß ja nicht, wie viel Berlin mitgebracht hat, aber... Ja, wo sind denn die Berliner? Ja, Berlin, da kommt's. Karl, also, die Ein-Mann-Show. Selbst wenn es nicht so viele sind, ich mag euch trotzdem. Genau, cool. Also das ist ziemlich cool, dass die einfach zusammenkommen können, dass man auch so eine Sache wie den Vereinspokal ehrenamtlich ausrichten kann. Auch die ganze Produktion wurde im Endeffekt ehrenamtlich gestemmt. Die Caster sind ehrenamtlich dabei aus den Vereinen. Das finde ich einfach großartig, dass sowas dann entstehen kann. Ja, also ich unterschreibe das nur. Also ich finde das auch total klasse und großartig und hoffe, dass da noch ganz viele Vereine folgen werden, die da entstehen werden. Und vor allem, dass die noch kein League of Legends Team haben, hoffentlich bald eins haben werden. Ja, ich würde sagen, wir zwei sind fertig, ja? Ja, ich würde auch sagen, oder? Ich meine, die Leute, glaube ich, wollen auch schon alle das Finale sehen, oder? Seid ihr heiß aufs Finale? Ja, ich sehe schon, da wird applaudiert. Dann würde ich sagen, ich gebe einfach mal ab zu unserem charmanten Caster-Duo, dem Henning und dem Tobi, die werden euch durch den Abend begleiten und diese Matches für euch casten. Ihr seid dran, Jungs. Ja, vielen Dank, liebe Becky, auch von uns nochmal ein Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Finale des ESBD-Vereinspokals live von der DreamHack Leipzig 2019. Mein Name ist Henning Schestak-Paul, an meiner Seite der Tobias, Tobi-Coach Vogt, wie auch schon im Online-Qualifier an meiner Seite. Ich freue mich auf ein spannendes Finale, habe schon ganz schwitzige Hände und kann es eigentlich kaum erwarten, dass wir hier ins Spiel reinstarten können. Doch vorher müssen wir natürlich mal einen Blick darauf werfen, wie das eigentlich abgelaufen ist. Wie haben es die beiden Teams ins Finale geschafft? Wir hatten ja eben schon mal die kurze Spielzusammenfassung vom Spiel um Platz 3. Doch wir wollen natürlich auch noch gucken, wie die anderen Finalteilnehmer es hier reingeschafft haben. Und deswegen haben wir noch mal ein weiteres kleines Highlight-Video für euch vorbereitet. Und zwar Leipzig E-Sport gegen den ersten Berliner E-Sport Club. Ja, ich bin gespannt. Auf Cooldown. Aber hier Mitte der Fight 2 gegen 2. Skarnas drin, Nocturne wird hier gleich gestunt von Victor. Skarnas ignited, muss rausflashen. Victor aus dem Trouble hat kein Mana mehr. Aber kommt hier, Skarnas reicht! Er stirbt mit dem letzten Ignited. Und unten wurde der Ezreal noch geholt. Warum steht denn der Ezreal da unten? Crossland-Action überall. Jetzt haben wir da 1-0 Irelia und 2-0 Kalista. Und das ist genau das, was du angesprochen hast. Jetzt kommt die Maschine ins Rollen. Und das wird jetzt richtig unangenehm für Leipzig. Hier Richtung Botlane. Und jetzt wird es kritisch. Das ist 3 gegen 2 Situation trotzdem für Berlin. Oh, der Stunt von Irelia ist einfach insane. Oh, guter Dash da. Es geht aber drauf. Er stunt nochmal den Victor. Jetzt aber ist die Botlane da. Da keine Reaktion. Nocturne kommt mal raus. Aber jetzt ist Kalista da. Nocturne ist hier, denke ich mal, es reicht. An der Stelle. Und es reicht nicht aus. Und Kalista. Machen wir nicht mehr ganz so viel. Jetzt ist die Chance. Oh, guter Hook ist da, aber er kommt mit dem nochmal raus. Hat einer der Vorteile. Und hier der Endgame schon braucht Kalista. Kalista dodgt ja mit ihrem Flash die Ulti von Ezreal. Das ist ziemlich gut. Der Braum wird jetzt keine Chance mehr haben, denke ich mal. Das liegt leider auf Pike mit Ulti rauf.
Und das ist natürlich der Kill für Pike. Und hier ist Victor da und Skar ist auch da. Jetzt wird es knapp. Könnte Double Kill werden für die Leipziger. Das sieht gut aus. Ich weiß nicht ganz genau, weil der. Ah, da kann sie nicht mehr. Oh, das ist noch ein Heal da. Wie kommt ihr noch raus vielleicht? Der Skar. Oh nein, mein Auto-Tag. Das ist dann Ulti, der ihn. Und jetzt ist der Skar. Nocturne in den Trouble. Wir haben einen Flash. Und jetzt ist Berlin da. Überzahlsituation. Da kommt die Ulti, schnell die perfekte Weg ab. Da steht man lange drin. Braun kriegt unglaublich viel Schaden. Im Hintergrund versucht der Skar nochmal. Warum gehst du da nochmal rein? Jetzt wird nochmal Schaden getradet. Der verbrennt hier einfach langsam und klickt. Da kommt nochmal der Stunt durch. Jawohl. Der Triumphbock hier auf Irelia rettet sie so ein bisschen vor dem Lowdroppen. Und dann kann einfach der Skar ganz entspannt nebenbei gekillt werden. Da hat man den Saiyan einfach wirklich ignoriert nebenbei. Ja, und jetzt der Saiyan ohne Wave. Ja, aber der Hook könnte connecten von Pike. Pike sucht einfach. Verdammt, Dong. Verdammt, Dong ist auch gut, aber. Ja. Einmal frei. Oh Gott, so nah willst du an die Fiedelte aber auch nicht rangehen. Da holst du ihn erst. Jetzt sollte man zurückziehen. Die Passive ist immer noch da. Und jetzt der Locker von Pike ist so ein bisschen. Und die Ulti, die war noch mal richtig gut. Sie verbrennt den Winkel noch mal richtig. Aber die Ulti ist auch hinterher. Das ist ein Signal-Trauer-Kanister. Oh, sie stört ihn leider, aber jetzt Rumble down. Das ist ein Ace. Wenn ich richtig sehe, nee, Braum lebt noch. Jetzt haben sie viel zu viel getradet. Ja, und da kommt der Catchy zum Victor, es wird immer Schaden gemacht, da kommt die Ulti, ist die Rumble zum Follow-up da, sie ist da, sie stehen genau im Feld von Irelia und in der Rumble Ulti, genau am Choke-Point und jetzt wird man den Sion auch noch abholen. Pike Ulti executed ihn da und die Botlane, die Irelia ist 2 gegen 1 in Tier 2 Tower gegen die ganze Botlane. Holt ja noch, was ist die Frage? Also bei Tower zu. Und stimmt jetzt der Doktor und geht die Irelia runter, rein bitte. Und da sind die Trades gerade nicht ganz gut. Oh, die Q von ihm. Geht mal sogar in den und Tower. Rumble wieder mit dem Flash auf den SW. Der Damage ist einfach unfassbar von Rumble. Und jetzt ist Sion hier noch drin mit seinem Crew gegen die ganzen Super Minions. Und jetzt wird er in die Pässe gehen müssen. Und hier hat Lagi ja sowieso noch einen J-Up. Hier kommt noch eine Stopwatch von dem Pike raus an der Stelle. Jetzt kann Berlin hier einfach finishen. Werde ich tun, es gleich die Minions. Und Kalista prügelt hier auf den Nexus. Nein, die prügelt auf die Minions ein. Ich sehe es nicht und ganz genau. War's. Und das war's. Berlin ist damit im Finale auf der DreamHack. Das war also unser erstes Halbfinale zwischen dem ersten Berliner E-Sport Club und Leipzig E-Sport. Ein relativ actionreiches und killreiches Game. Was ist dir so aufgefallen, wo du jetzt nochmal die Highlights quasi nochmal Revue passieren lassen konntest bei dir? Naja, du hast es bereits schon erwähnt. Es ist sehr actionreich. Das war momentan so die Meta. Wir kamen gerade aus der Preseason. Jeder weiß es, es war der 1. Januar. Ein paar Leute vielleicht noch erschöpft. Wir haben alle Spiele an einem Tag durchgespielt und dann ging ein bisschen die Qualität verloren. Also es wurde sehr viel gefightet, Flexpicks überall und am Ende hat sich Berlin doch klar durchgesetzt. Wir werden abwarten, wie es heute aussehen wird. Aber am Ende, ich denke mal, Berlin hat so einen kleinen Favoritenstatus sich erinnern können. Also hatte Latitude vorhin ja auf der Stage auch schon angedeutet, dass sie einen neuen Jungler haben. Was macht das mit einem Team, wenn so ein elementarer Bestandteil wie ein Jungler, der im Early Game vor allen Dingen für Pressure sorgen soll, ja, der das Spiel quasi an sich reißen kann, was passiert, wenn so ein wichtiger Part auf einmal wegbricht? Genau, eigentlich eine ganze Säule fällt eigentlich aus dem Team raus. Man weiß erstmal gar nicht, das ist eine komplett neue Identität, die das Team dann aufbauen muss. Der Jungler ist, wie du bereits gesagt hast, verantwortlich für das Early Game. Er macht die Plays, er koordiniert die Calls im Early Game mit dem Jungle, mit dem Supporter. Und wenn der wegbricht, oh, du hast ein ganz großes Problem. Wir versuchen natürlich jetzt zu hoffen, dass es Magdeburg irgendwie gelöst hat, in der sehr kurzen Zeit mit dem neuen Jungler was auf die Beine zu stellen, dass wirklich Berlin die Stirn bieten kann. Also Berlin ist ja seitdem ein zusammenhängendes Team, was auch dabei ist. Wo siehst du die Vorteile davon, wenn es vielleicht ein neuer Jungler reinkommt, falls Berlin Magdeburg gescoutet haben sollte oder in den Bereichen irgendwas unternommen hat, um halt die Spielweise von Magdeburg zu erkennen? Könnte so ein neuer Jungler eventuell auch die Möglichkeit bieten, was völlig Neues auszuprobieren? Ja, auf jeden Fall frischer Wind ist da. Natürlich ist das Problem nicht ganz vorhanden, da der neue Jungler schon vorher mal bei dem Team gespielt hat. Also er ist nicht völlig unbekannt, er kennt das Team, er kennt alle 4 Spieler. Im Magdeburger Verein ist er auch schon länger beigetreten und kennt die ganzen Strukturen. Also er ist kein neuer Spieler in so gesehen, aber ich denke mal, es ist eine neue Herausforderung, die er sich stellen muss und mal sehen, wie gut sie in den wenigen Scrims, die sie absolviert haben, wie er sich da behauptet hat. Okay, nochmal eine andere Frage. Wir spielen jetzt auf einem neuen Patch, 9.3 kam jetzt raus. Der hat viele Anpassungen gesehen, die sich vor allen Dingen in den kompetitiven Bereich auswirken. Was ist für dich so die krasseste Änderung, die jetzt als meistens auf dieses Game einwirken kann? Naja, eigentlich lässt es sich ganz leicht herauskristallisieren. Einmal die Botlane-Changes und das Nerfen vieler charakteristischen Toplane-Champions, beziehungsweise auch in der Midlane. Also das ist hauptsächlich der Patch, wo AD-Carries eigentlich wieder stark gemacht werden sollten. Man will sie wieder in den Vordergrund stecken.
hauptsächlich Crit-AD-Champions, haben natürlich jetzt wieder das Potenzial aufzusteigen. Vor allem könnte man jetzt sagen, Jinx ist ein sehr, sehr relevanter Pick geworden. Champions, die aber davor schon da waren, wie Sivir, könnten natürlich wieder nach oben springen. Und der AD Carry, der davor eigentlich immer der stärkste Champion war und jetzt auch ist, Lucian, hat jetzt mal quasi seine Schwäche einfach gedroppt. Ja, er war vorher der stärkste Early-Game-Champion, der natürlich im Late-Game abfällt, weil er dann wieder auf Crit gegangen ist. Das ist weg. Die Crit-Changes haben ihn ermöglicht, dass das Late-Game besser ist, mehr Schaden macht und er jetzt auch ein besseres Teamfight-Potenzial und viel härter durchgreifen kann. Du hast ja Magdeburg eSport als Coach auch lange Zeit begleitet, hast eventuell auch auf die Vorbereitung auf dieses Finale so ein bisschen Einsicht gehabt. Wie hast du das Gefühl, wie die Jungs herangegangen sind? Haben sich der Aktometer angepasst? Welche Champs könnten so die Target-Picks sein, die Magdeburg auf alle Fälle bekommen möchte? Ich will jetzt eigentlich nicht so viel vorweggreifen. Ich habe natürlich ein paar Champions im Auge, die sie picken können. Sie haben natürlich vor allem in der Midlane ein sehr großes Repertoire. Also ich hoffe da, dass sie im Best of One eigentlich was Neues aus der Trickkiste bringen können. Denn im Best of One ist es wirklich, wer kann einen Gegner vielleicht mehr überraschen? Mhm. Und darum kann es heute wirklich ein entscheidender Wendepunkt werden. Gut, das also soweit zum Magdeburg eSport. Jetzt wollen wir uns natürlich auch mal angucken, wie die es ins Finale geschafft haben. Die haben sich nämlich durchgesetzt gegen den TSV Oftersheim. Da haben wir die beiden Zusammenfassungen eben schon mal gesehen. Trotzdem, weil es so schön war und weil so viele schöne Plays dabei sind. Hier nochmal Zusammenfassung zwischen Magdeburg eSport und die TSV Oftersheim im Halbfinale. Bitte. Der nächste Engage, jetzt könnte es aber mal gehen, eventuell zwingt man jetzt hier. Jetzt zum Flash, der Flash ist raus, das Gift, es tickt. Und man kriegt den First Blood, aber ich denke, der Reverse Kill könnte mit drin sein. Oh, das jawohl, der kommt. Auf Lucian, dass er der Casio W folgt, Lucian nichts machen kann. Und hier kommt die Uni von, oh mein Gott, der Damage ist Schaden, auf jeden Fall da. Noch raus. Und da ist einfach der Solo-Kill schon wieder da. Dass er darauf auf jeden Fall kompetent ist. Und hier der Endkapitel, ich kann nicht sehen, sie ist geblendet. Die Ulti ist bereits raus, aber es reicht. Einfach frei. Ja, während Graves dann anfängt, richtig Work zu machen. Und das wird aber übel ausgehen, denke ich mal. Weil das ist aber sie sind oh mein Gott. Und sie flasht einfach raus. Das ist natürlich nicht, wir haben darüber geredet, aber wir dachten noch nicht, dass es so früh passieren würde. Vor Minute 10, ich glaube, wir machen einfach den Double Kill 1 gegen 2. Boah. Und ich wollte gerade sagen, Graves macht hier so viel Arbeit, aber als Maokai reingegangen ist, wusste ich schon ganz genau, das wird nicht gut ausgehen. Und jetzt hier der Engel auf Casio. Oh, und Lee Sin ist alleine, eine gute Ulti, aber der Stun trifft und so. Jetzt ist Lee Sin halt da. Oh, die Kombo ist jetzt aber mittel, ist auch noch Action. Da kommt der Kill gegen Irelia und die Ulti von Janna verhindert hier auf der Botlane Schlimmeres. Da ist Tower auf Magdeburg-Seite, macht es auch nicht besser. Das ist ja eine 4 gegen 2 Situation, also immer ein bisschen aufpassen. Da kommt mal der Engel von Maokai, bevor er nicht da ist. Eventuell kommt nochmal der Reel. Ist da einfach drin, erster Kill für Lee Sin. Jetzt ist Lucian da, aber da kommt die Irelia, die kennt jetzt ein freies Feld. Die Laui geht rein, aber es reicht nicht aus gerade noch. Und aber Maokai doch. Die einfach und räumt hier noch auf im Endeffekt. Man kann es wirklich, es ist halt. Und da lässt man sich wieder so einfach catchen vom Graves. Im Miasma rein, Glück gehabt, das Q ist nicht da. Es reicht nicht ganz, die Jenna Ulti rettet ihn hier aus. Und jetzt macht er fast einen Top, der kommt immer in den Streimann, Knock-up, Lee Sin ist drin, aber der Schaden fehlt einfach. Im Miasma stehen jetzt alle, jetzt kommen die Es, der Fang ist drauf, aber es reicht einfach nicht, die Schilde sind gut. Jetzt könnte die Cassiopeia einfach nur noch abräumen, man holt den ersten. Auf der Botlane ist die Syndra im 1 gegen 1 gegen die Illaoi gefallen, der nächste Vorteil hier. Und dann kommt der nächste Engage, die Granate bounced nicht mehr zurück. Es reicht sogar noch für ihn. Und die Jenna flecht sich hier, aber das reicht nicht aus, wenn das Irea. Und das ist, glaube ich, fast Game. Und trotzdem hat das nicht gereicht. Jetzt hier wieder der Engage. Cassius mit seiner Position wird hier Engage, kann rauslaufen. Oh, die Ulti! Jenna direkt tot. Und Cassio kann sich auch nochmal saven. Und hier ist der nächste Kill. Es sind 4 Leute tot von 5 Leuten von diesem Lecker. Magdeburg geht noch rein und es reicht trotzdem nicht aus. Das ist das Game. Ace! Super sauber gespielt. Und Magdeburg ist fast voll HP noch am Ende. Und damit sehen wir Magdeburg gegen Berlin im Finale der DreamHack Onstage. Und sehr jetzt souverän, gleich. Beide haben es auch verliebt. Magdeburg hat kein einziges Game gedroppt, die waren allen drei genau. Komplett gewonnen und viele Gäste waren auch Storms. Und wir sehen gleich. Gut, das war also das zweite Halbfinale zwischen Magdeburg und dem TSV Oftersheim oder eSport Rhein-Neckar, wie wir es da im Turnier genannt haben. Der gute Marc war ja mein Co-Caster da an der Stelle. Der steht jetzt da vorne hinter seinen Berliner Leuten auf der Stage. Was meinst du, konnte er so aus dem Game mitnehmen? Naja, es hat sich natürlich sehr viel verändert. Es waren auch in dem Halbfinale sehr blutig. Es war natürlich ein bisschen einsichtig, dass Magdeburg ein bisschen der stärkere Gegner hier war. Sie haben sich auch in der Gruppenphase sehr souverän durchgesetzt. Das komplette Turnier bis zum Finale ohne Niederlage gedroppt. Also sie haben auch gegen Berlin sich durchgesetzt. Und ich denke mal, auch vor allem
wir sehen ja eigentlich die zwei stärksten Vereine gerade im Finale. Kann Marc jetzt sein Team darauf vorbereiten, was Magdeburg jetzt neu rausbringen kann? Wir werden abwarten. Ja, das muss nämlich noch erwähnt werden. Vorher hatten wir natürlich eine Gruppenphase und der waren Magdeburg und Berlin in einer Gruppe und da hat sich Magdeburg souverän durchgesetzt. Ja. Auch in dem Halbfinale haben wir ihn gesehen, dass Magdeburg in der Lage ist, auf alle Fälle eine gute Snowball-Com zu spielen. Ich habe gehört, wir starten auch gleich rein in die Pick-und-Bun-Phase. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Was sind so deine Predictions, was du auf alle Fälle weggebannt haben möchtest, wogegen Magdeburg auf keinen Fall spielen möchte, was vielleicht auch Berlin nicht unbedingt gegen sich haben möchte in dem Bereich? Ja, also ein Champion will ich eigentlich nicht in diesem Spiel sehen. Und das ist Urgott. Also der muss einfach gebannt werden. Ich traue Berlin eigentlich nicht zu, dass sie den offen lassen. Oder sie sagen sich, okay, wir lassen den offen. Und lassen aber gleichzeitig auch Lucian offen, der andere S-Plus-Champion in diesem Spiel. Vielleicht Kartus könnte man noch dazu zählen. Da muss man abzusehen, ob Magdeburg den spielt oder aber auch Berlin. Ja? Also wir wissen ja nicht, was die Spieler sich jetzt gerade, auf was sie sich vorbereitet haben. Mhm. Das sind Champions, die haben einfach einen so großen Impact. Und Urgott, das ist eigentlich, jeder Champion auf der Toplane wurde genervt. Und Urgott war schon davor S-Tier-Champion. Und jetzt sind alle seine Counter, alle seine guten Matchups oder schlechten Matchups, vielmehr gesagt, weg. Er ist der unangefochtenste beste Champion gerade auf der Lane und darf einfach nicht in diesem Spiel existieren. Das wäre mir unbegreiflich, warum er jetzt durch den Draft kommen würde. Wir hatten es ja vorhin schon mal erfahren, also nochmal zur Wiederholung, dass Magdeburg mit einem neuen Jungler spielt. Sie haben auch gesagt, 4 Games haben sie bisher zusammen scrimmen können. Ja. Was für Champions würdest du an der Stelle dann dem Jungler von Magdeburg eSport empfehlen, wenn er halt mit dem Team vielleicht noch nicht ganz so eingespielt ist, um was Sicheres zu gehen, wo der auf alle Fälle Impact im Game haben kann? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, Kommunikation ist da. Er kennt das Team. Dann ist es eigentlich eher nur noch eine Frage, was er eigentlich spielen kann. Ja? Er ist jetzt, sage ich mal, nicht der Spieler, der die ganze letzte Season auf der Toplane, auf dem Jungle gespielt hat, sondern er hat viel mehr Toplane gespielt. Jetzt wird es natürlich Zeit, dass er vielleicht ein paar einfache Champion zeigt und dass er zeigt, dass er mit dem Team kommunizieren kann und sein Spieler enablen kann. Gut, damit starten wir auch rein in die Pick-and-Bun-Phase zwischen Magdeburg eSport und dem ersten Leader eSport Club. Magdeburg auf der blauen Seite hat den ersten Bann bereits gewählt. Das ist der Wladimir, währenddessen beim ersten Leader eSport Club mit dem Heimerdinger reagiert wurde. Heimerdinger und Wladimir, für dich so Bans, die unbedingt aus dem Spiel entfernt werden müssten? Nicht wirklich. Wladimir hingegen ist natürlich momentan sehr stark. Viele Midlaner wurden genervt, dadurch ist die Popularität von Wladimir hochgegangen. Aber man muss natürlich hinzufügen, dass Berlin ein Wladimir OTP oder ein Main zumindest da hat. Deswegen ist das zu erwarten, dass der gebannt wird. Nocturne natürlich ein sehr schwerer Champion gegen zu spielen. Auch der Jungler könnte sehr erfahren sein auf diesem Champion. Also auch nichts Überraschendes. Heimerdinger ebenfalls. Berlin und Magdeburg haben auch öfter gegeneinander gespielt. Und dementsprechend Heimerdinger wird immer gegen Magdeburg rausgenommen. Der Toplaner Ariandel ist ziemlich erfahren auf dem Champion. Und du willst nicht gegen Heimerdinger spielen. Genau, du hast immer schon gesprochen, Ariandel für Toplane. Dafür haben wir dann Nick im Jungle, also der neue Jungler für Magdeburg eSport. Wir werden sehen, wie er sich heute ins Game einbringen kann. Auf der Mitte Kobe, ADC, Reuter und Latitüder als Teamkapitän auf der Supportposition. Auf der Gegenseite beim ersten Berliner eSport Berater auf der Toplane. Legia im Jungle. Byron. Brian auf der Midlane. Never Lucky ADC. Und Curious Prox auf Support. Und du hast angesprochen, der Urgott, der ist rausgenommen worden. Ja. Predicted. Auf alle Fälle zu gefährlich im Spiel drin gewesen zu sein. Auf der Gegenüberseite der Kartus, den hast du auch schon angesprochen. Also würde ich, die Predictions waren richtig. Was wird jetzt bei Berlin passieren? Wir sehen, der Lucian wurde bereits gepickt, der Gotthier ADC ist bereits raus. Allerdings der 9.3-Patch hat ja auch weitere ADCs nach oben gespielt, die playable sind. Welche Lane empfehlst du jetzt quasi, um einen Lucian zu kontern oder eventuell zumindest zu verhindern, dass er zu stark ins Snowboarden geht? Ich bin jetzt nicht ganz so begeistert über diesen S-Pick. Man hätte natürlich mit dem ADC-Pick noch warten können. Auf jeden Fall in der ersten, bevor die zweite Bannphase kommt, hätte man AD-Carry picken müssen oder sollen. Aber dass man jetzt schon einen ADC-Pick nimmt ein bisschen die Option. Also man kann hier eigentlich sich weitere Power-Picks sichern. Es sind noch genug vorhanden. Ein Supporter, eigentlich eine gute Wahl. Es heißt jetzt aber auch wirklich, okay, das ist eine safe Lane. Ja? Du hast die Sicherheit mit der Trash-Laterne und SUA, wenn das Spiel schlecht läuft, dann fahrt er mit Q. Ja? Also man hat hier eher ein Scaling, aber dadurch, dass Crit-AD-Carries da sind, ist er nicht mehr, sag ich mal, die erste Wahl. Und wir sehen hier bei Magdeburg, der Braum kommt dazu. Das ist eigentlich
optimal für Magdeburg. Sie wollten wirklich diesen Luschen haben, da sie Ogot rausgenommen haben. Berlin hat ihn nicht gebannt und jetzt haben sie eigentlich eine sehr dominante Lane. Und jetzt lässt sich dann überlegen, ob sie wirklich den Fokus weiter auf die Botlane setzen. Luschen und Braum, eine unglaublich starke Lane, trifft einmal das Q vom Braum, der Byte, dann kann Luschen die Passive sehr schnell procken und das könnte eine sehr gute Winning Lane sein, die sich Magdeburg hier erdriftet hat. Mhm. Danach folgt auch gleich der Lee Sin Pick, also man geht hier auch ein bisschen Early Aggression im Jungle. Lee Sin super beweglich, super viel Schaden, gerade im Early Game immer eine Gefahr, eben durch diese Bitte um die Schaden. Gegenüberliegend wird jetzt für den ersten Berliner E-Sport die Zoe erstmal gehovert. Also wir haben schon mal angesprochen, Zoe auch einer der Champions, die so ein bisschen durch 9.3er Beispiel nach oben gekommen ist. Was ist so gegen Zoe sinnvoll? Sie hat den Schaden, sie hat diesen Sleep, also der CC ist da, sie ist safe auf der Lane mit dem Beschwörerzaubern und mit ihrer Beweglichkeit im Kit. Was kann man da am besten gegenpicken? Naja, ein Control Mage hat schon sehr gute Optionen dagegen. Natürlich zwingt Zoe eigentlich wie Lissandra seinen Gegner Cleanse mitzunehmen, weil wirst du von der Bubble getroffen, dann ist 70% deiner Hitpoints weg. Ja. Ja, da kannst du dich schon von ausgehen. Und ja, Magdeburg geht hier eher für einen Jungler. Sie wollen sich den Lee Sin sichern, da wahrscheinlich der Jungle Pool nicht so groß ist. Und darüber hinaus Zoe Pick natürlich. Du hast bereits erwähnt, ein sehr guter Midlaner. Gut, jetzt haben wir noch 20 Sekunden Zeit, bevor sich Berlin hier mit dem nächsten Pick äußern muss. Die restlichen Bans sind auch bereits durch. Also habe ich Xinzao, ein weiterer sehr starker Jungler, weggepickt, der auch im Teamfight mit seiner Ulti unglaublich viel Schaden verhindern kann, beziehungsweise den Teamfight ein bisschen aufsplitten kann. Wie gesagt, kein Schaden kommt durch die Ulti durch, so ein Windschild von Yasuo nur quasi außenrum. Und dann noch die Orianna und die LeBlanc auf Seiten vom ersten Berliner E-Sport Club. Was ist so ein Champion, den du es auf alle Fälle wegnehmen würdest, den Berlin nicht bekommen dürfte? Naja, wir werden jetzt wahrscheinlich noch einen Jungle-Bann sehen, eventuell Ivan, falls der Berliner Jungler ihn spielt. Ja, Ivan ist gerade ziemlich hochgekommen. Oder Kha'Zix, natürlich auch ein Early-Game-Champion. Was viele, sag ich mal, die Kunst im Draft ist es eigentlich dadurch, dass du zwei Bannphasen hast. Du pickst erstmal deine Hauptprioritätsrollen und bannst dann das, was der Gegner nicht hat. Ja? Also Magdeburg hat zum Beispiel einen Jungler gepickt, also werden sie Jungle-Picks rausnehmen, um sich diesen Pool kleiner zu machen. Und darüber auf der anderen Seite hat Berlin Midlaner rausgebannt, weil sie schon Zoe hatten. Sejuani, wirklich ein sehr guter Pick. Sie wurde gebufft im 9.2er-Patch. Man hatte noch die Option für Zac, aber Sejuani ist wirklich gerade, es macht super viel Damage und das als Tank. Ja. Und ich bin nicht so ganz begeistert, dass man jetzt hier gerade auch wieder für den Sejuani-Pick geht. Man hat, also der Sejuani-Pick ist auf jeden Fall gut, aber man hätte hier nicht direkt einen Jungler-Pick müssen. Wahrscheinlich sichert man sich hier den Counter-Pick. Das ist natürlich verständlich. Und wir sehen hier Lissandra. Sie ist natürlich ein Flex-Pick und ein Jace. Also da bin ich sehr gespannt, wohin diese beiden Champions gehen, weil beide Champions können auf beiden Rollen spielen. Lissandra aber viel mehr in der Mitte. Sie ist natürlich jetzt ein bisschen stat-boosted durch Aftershock und sehr viel vertreten. Und wir sehen hier aber einen Zayn. Ja, Zayn wurde ein bisschen angepasst im 9.3er. Ja. Seine W hat, glaube ich, jetzt 4 Sekunden mehr Cooldown, wage ich zu behaupten, das war, glaube ich, der Patch. Das heißt, seine Lane Sustain wurde runtergesetzt und er hat halt nicht mehr das All-In-Potential, wenn das Schild halt ein bisschen früher aufhört, beziehungsweise länger braucht, um wieder ab zu sein. Ich kann den Pick von der Sejuani auch verstehen. Man hat damit noch eine kleinere Frontline mit reingenommen ins Spiel. Man hört sich auch ein bisschen Early Pressure, natürlich Teamfight-Potential, weil es bisher eher so eine Pick-Combo war mit Thresh und den anderen Teammitgliedern. Und ja, was denkst du über diese Toplane? Also Klett gegen Zayn haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Könnte interessant werden. Wie wird sich das Matchup so ausspielen? Naja, man hat nicht so viele Infos über Klett. Klett ist so ein Champion, der taucht vielleicht mal so als Counterpick auf. Oder bei Spielen, wo der Toplaner sehr viel Klett spielt. Ja? Es ist jetzt nicht so ein Champion, den du schnell lernen musst. Es ist wirklich die Kunst bei diesem Champion, um deine Range, um dein Aufmounten herumzuspielen. Und das erfordert natürlich ein bisschen Erfahrung, nicht so einfach zu spielen. Es kommt wirklich darauf an, wie der Berliner Toplaner da rumspielt. Wer gegen Zayn mal gespielt hat, der weiß, man hat nicht sehr viel Spaß auf der Lane. Klar, Riot hat Zayn ein bisschen angepasst, hat den Schild quasi Cooldown verringert, den erhöht. So hast du mehr Potenzial, dagegen zu traden. Also der Gegner Laner hat mehr Optionen, besser aus den Trades herauszugehen und mehr Zeitfenster, wo du wirklich dagegen spielen kannst. Und es kommt wirklich, Zayn versucht, Klett mehr zu poken und Klett versucht sich dann wahrscheinlich wieder aufzumounten. Man hat natürlich dann ein stärkeres Early Game, auf jeden Fall von Seiten von Magdeburg auf der Top Lane.
und Klett versucht später was über den Splitboost zu machen. Beide haben eigentlich aber auch einen sehr guten Engage für den Teamfight später. Ja, auf jeden Fall. Also der Klett hat natürlich die Möglichkeit, sein Team nochmal mit reinzuziehen, bevor er selbst die Speerspitze quasi bildet. Mit einem Seju-Follow-up und Ulti ist auf alle Fälle viel Teamfight-Potential vorhanden. Allgemein die beiden Kombos, du hast eben schon angesprochen, Magdeburg sehr Early-Game-lastig, gerade mit Braum und Lucian eine starke Lane mit dem Lee Sin, viel Beweglichkeit, viel Schaden. Denkst du, dass Magdeburg vor allem die Botlane präferieren wird, um da halt diesen Lucian, diesen Gott-Tier-Champion wirklich in Front zu bringen? Ja, also das ist eigentlich zu erwarten und auch zu hoffen, wenn man jetzt ein Magdeburger Fan ist. Man muss eigentlich wirklich über die Botlane spielen. Man hat auch einen Early Jungler mit Lee Sin auf der Seite. Er ist auf jeden Fall im 1 gegen 1 stärker als die Sejuani. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sie versuchen, vielleicht die Map zu splitten. Dass sie eigentlich versuchen, nur über Botlane zu spielen. Dass sie eigentlich auch auf der Bot-Side von Berlin starten. Das wäre ein sehr, sehr smarter Move. Aber ich bin nicht ganz so erfreut über den kompletten Draft von Berlin. Wenn man den jetzt zum Beispiel sich als komplettes Paket vorstellt, dann erkennt man, es ist wenig Schaden da. Ezreal ist eher so ein Champion, der kitet. Man hat Klett, der im Teamfight nicht immer etwas machen kann. Ja, es ist schwer für ihn Schaden anzubringen. Man hat viel CC mit Sejuani, Thresh und Zoe, ja, aber es fällt wirklich der DPS. Ein Hypercarry wäre in dem Falle ein bisschen besser, aber man hat den es wird sehr früh revealed, was eigentlich meine Sorge war. Und ob sich das im Late Game dann zeigen wird, ob der Schaden dann fehlt, bleibt dann abzuwarten. Runder auf jeden Fall die Teamcomp von Magdeburg. Wir haben eine starke Lane auf der Botlane, wir haben einen stärkeren Jungler und wir haben einen Midlaner, der super viel CC bietet und sehr viel Setup. Also, wir sind gespannt, wie das Spiel entwickeln wird. Wir werden auch gleich reingehen. Aktuell sind die Spieler noch dabei, sich vorzubereiten. Ja, was macht so eine Bühne eigentlich mit den Spielern an sich? Also sie wirkten eigentlich relativ ruhig, zumindest in persönlichen Gesprächen, die ich vorher ein bisschen führen konnte mit den Spielern. Du hast ja selbst auch schon bei Summoners Inn vor mehreren tausend Leuten deine Analyse zum Besten gegeben. Was macht das mit Leuten, wenn auf einmal im Vergleich zum heimischen Wohnzimmer oder Jugendzimmer auf einmal eine Crowd von vielleicht 400 Leuten plus ein Dreamhack-Stream plus ein E-Sport-Bund-Stream auf einen selbst guckt, beziehungsweise auf die Plays, die man macht? Ja, das ist erstmal was anderes und man muss sich da immer vielleicht ein bisschen drauf einstellen. Man hat aber in Wirklichkeit keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, weil wenn du im Spiel bist, dann geht das wirklich nur um das Spiel und das, was auf deinem Bildschirm läuft. Zum Glück, beide Teams hatten bestimmt auch schon genug Offline-Erfahrung. Ja. Ich weiß auf jeden Fall, Magdeburg hatte in Ludwigsburg ein sehr gutes Turnier gespielt. Ins Finale eingezogen. Leider dann unterlegen gewesen, aber das ist schon ein sehr guter zweiter Platz. Und auch Berlin ist öfter schon auf Finale gefahren. Und ich denke mal, dass beide ein bisschen nervös sind, das ist man immer. Auch LCS-Spieler sind nervös vor ihren Spielen oder LEC, wie man in Europa jetzt sagt. Und diese Nervosität kriegst du nicht ganz abgeschüttelt. Oh, und wir starten jetzt tatsächlich rein. Also, ESPD-Vereinspokalfinale zwischen Magdeburg E-Sport und dem zwischen Magdeburg E-Sport und dem ersten Berliner E-Sport Club. Der erste Schaden wird bereits getradet, also da kann sich der Ezreal bereits Ein Mana-Pot. Nicht mehr gesehen, aber das ist halt der Vorteil von Ezreal. Er hat halt mit Kleptomancy diesen Sustain auf der Lane, wenn er halt seine Skillshots trifft. Das ist eigentlich das Maximal-Value, was du gerade willst. Ja? Also ein Mana-Pot im Early-Game heißt dann einfach 150 Mana mehr. Und das sind, Ezreal Q kostet wahrscheinlich 20, 26 Mana. Da kannst du schon überlegen, wie viel mehr Qs er rausbringen kann, wenn er so ein Mana-Pot im Early bekommt. Sehr, sehr goldeffizient, sogar vielleicht besser als ein Stack of Gold. Mhm. Und wir sehen ja eigentlich ein paar Scoutings von beiden Teams. Magdeburg tut hier gut, sich nicht mehr von Qs treffen zu lassen. Und ja, wir sehen hier keine Early-Game-Shenanigans. Magdeburg fängt Botside an und leasht natürlich. Das zeigt natürlich, dass eigentlich die Botlane später pushen kann. Und abgesehen davon, ganz normal, auch Red Start bei Berlin. Und jetzt werden wir sehen, wo jetzt der Lee Sin anfängt. Ich glaube mal, er wird für einen Blue Buff Invade gehen. Das würde ich ihm empfehlen. Natürlich hören kann er mich nicht.
sonst würde es wahrscheinlich sogar machen, wenn du hier die Analyse so raushaust. Sprechen wir nochmal kurz die Midland an. Also Zoe und Lissandra, zwei völlig legit Picks, wir haben es angesprochen, beide verfügen bei TC, beide können im Teamfight viel ausrichten, beide haben den Poke, vor allen Dingen Zoe, wenn sie halt ihr Schlafen trifft, ist der Schaden auf alle Fälle im Hause. Wie denkst du, wird sich die Lane so ausspielen? Naja, ich denke nicht, obwohl es könnte ein bisschen stärker werden, da Zoe ein bisschen mehr All-In-Potential hat durch den Sleep. Also sie macht ein bisschen mehr Schaden, wenn sie den trifft. Aber wir sehen beide Midlaner fangen hier mit Glenz an. Und wir sehen jetzt zum einen... Erste bereits drauf. Genau, die Scuttle Crab wird hier sehr stark contested. Scuttle Crab in Early Game auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Buff. Und das geht erstmal auf Seiten von Magdeburg. Und wir sehen hier, die Scuttle Crab ist secured von Lee Sin. Ja. Also Spielstand ist normal. Da versucht ja Lee Sin bereits die erste aggressive Aktion in Richtung Buff. Zuletzt wird er allerdings von Thresh und Kollegen abgehalten. Dadurch verliert Thresh natürlich ein bisschen entscheidende XP da auf Botlane, während Nick hier ordentlich Trouble macht. Und er kriegt sie tatsächlich. Da wird der erste Fight bereits initiiert. Zoe ist da. Da kommt der Watch-Up nochmal raus. Und der Hook ist an der Stelle. Das dürfte das First Blood sein. Nein, er flasht tatsächlich nochmal raus. Rettet sich nochmal in die Sicherheit Richtung Wasser. Meine Güte, also erste Aggression gesetzt. War das für dich ein worthless Play so an der Stelle? Es war ein gewagtes Play, das auch nicht aufgegangen ist. Wenn der einen Blue Buff da kriegt, dann kann es vielleicht zugunsten von Magdeburg ausgehen. Aber er tradet hier gerade seinen Flash. Hat natürlich von Botlane nicht sehr viel Hilfe bekommen. Aber unglaublicher Schaden, der Lucian da raushaut. Also das angesprochen, die Kombo Lucian Brown. Natürlich mit der Pässe von Lucian im Doppelschuss noch unglaublich gefährlich. Sie haben die entscheidende XP auf Botlane ein bisschen verpasst. Die Pressure ist auf alle Fälle auf Seiten von Magdeburg. Verhindert natürlich so ein bisschen, dass der Lee Sin jetzt im Early Game die großen Aggressionen setzen kann. Er hat eben den Flash als auch viel Zeit verloren beim Blue Buff Invade. Hat ihn das stark zurückgesetzt oder denkst du, er wird noch mal ein paar Aggressionen setzen können im Early Game? Ich denke nicht, dass Thresh irgendetwas hier im Early Game machen kann. Selbst wenn Thresh hier einen Hook trifft, dann ist das das Potential von Lucian Braum einfach viel zu stark. Braum braucht dann nur einmal einen Auto-Tag und einen Q-Treffen und normalerweise ist der Trade dann absolut verloren. Plus, wir haben einen Thunderspell weniger jetzt auf Berliner Seite. Das Ignite fehlt, das hat man hier für den Lee Sin verwendet. Man hat den Kill leider nicht bekommen, aber den Flash von Lee Sin. Also, das war ein gewagter Tausch. Und da ist jetzt der Schaden, setzt sich da der Flash nochmal raus, ein kleines drauf, Doppelschuss kommt nicht mehr durch und er überlebt das anscheinend. Knappe Aktion, Glück an der Stelle für Thresh. Kommt da, glaube ich, mit 20 bis 30 HP gerade noch so aus diesem Skirmish raus. Muss jetzt zurückgehen, verliert natürlich eine weitere wichtige XP, die er auch schon beim Invade von Nick mit dem Lee Sin bereits verloren hat. Es wird eine ganz unangenehme Lane werden hier für die Berliner. Aber gut ausgespielt bisher von Magdeburg. Naja, man tradet hier automatisch Flash für Flash. Der Flash von Duschen ging raus, um sich vielleicht noch mal den Kill zu ergattern. Aber wir haben hier gesehen, der Defensive Tree von Thresh, Resolve Bone Plating, hat ihn wirklich das Leben gerettet. Ja. Der All-In-Damage war ein bisschen dadurch gesenkt und dadurch konnte Thresh mit der Laterne, dem Schild, den er dadurch generiert hat, noch mal gerade überleben. Aber auf jeden Fall, die Lane steht erstmal auf der Seite von Magdeburg. Erstmal die Top-Lane-Play. Man versucht hier noch ein bisschen mehr Thresh aufzubauen. Wir sehen ja, sein dominiert hier klar deutlich das Early-Game. Er hat den Corrupting Potion dabei. Es ist viel mehr Sustain plus zusätzlicher Damage im Gegensatz zu dem Doran-Schild. Und dementsprechend ist hier sein erstmal stark. Und man kann sich eigentlich so vorstellen, eine pushende Lane ist eine gewinnende Lane. Und das sehen wir erstmal auf der Top-Lane. In der Mitte hingegen haben wir auf jeden Fall einen kleinen Lead auf Zoe, auch ein CS-Lead. Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ja. Early Game geht es auch hauptsächlich erstmal um CS, um früher an sein Gold zu bekommen und vorher vielleicht die wichtigen Power-Spikes zu erlangen. Was denkst du, ab wie viele Items wird es für die Teams wirklich sinnvoll, in den Teamfight zu gehen? Du hast angesprochen, Magdeburg etwas stärkere Teamfight-Kombo. Natürlich auf Seiten von Berlin deutlich viel Engage mit dem, mit dem Lucian Bomb. Lucian Brown, das war auf Magdeburg tatsächlich, ich meinte jetzt sogar Toplane, den... Klett. Ach Gott, ja. Brainlag, genau. Den Klett, Verzeihung. Ab wann wird es unangenehm für Magdeburg, wenn diese Kombo wirklich zu Tragen kommen sollte? Also ich finde nicht, dass in einem sehr frühen Zeitpunkt es unangenehm für Magdeburg sein kann. Sie haben einfach stärkere Lanes. Das muss man einfach so, auf fast jeder Lane ist es eigentlich ein Champion-Lead quasi. Vielleicht auf der Midlane ist es noch ausgeglichen, aber Lissandra ist immer safe, ja. Sie ist stat-boosted dadurch, dass sie Aftershock auch mit dabei hat. Das heißt, sobald sie einen CC trifft, hat sie so viel Bonus, Armor und Magic Resist und
sobald Lucian ein Item hat, dann ist er ein Power-Champion, der seinesgleichen sucht. Ezreal hingegen braucht mindestens zwei. Er hat, gibt im Early Game 850 Gold für eine Tier aus, die null Combat Stats bringt. Er kann öfter Q schmeißen, kann vielleicht öfter mal ein Kleptostack generieren und ein bisschen zusätzlich Gold farmen. Aber nein, momentan ist es eigentlich pure Dominanz von Magburg. Auch wenn die Botlane jetzt hier von Berlin ordentlich reinpressert, ist es eine gute Idee für dich, dass man da trotz, also relativ safe Lane mit der Lantern und dem Ezreal haben wir bereits angesprochen, ist es trotzdem sinnvoll, da so aggressiv reinzugehen, gerade weil man halt im Early Game entsprechend viel XP bzw. Zeit als auch vielleicht ein bisschen Confidence verloren hat. Ja, also Ezreal hat immer noch den safen Bonus, dass er von weitem Q schmeißen kann. Und Magdeburg tut es jetzt gut, sehen wir auch aus der XP-Range versuchen wegzusauen. Klappt natürlich nicht so gut. Man hat natürlich SW Plus noch die lange Range und den einen zusätzlichen Flash mit dem E, mit dem Arcane Shift. Und es wird schwer wirklich sein, hier ein Lead rauszuholen. Aber man hat immer den Pressure. Ich erwarte eigentlich, dass auf Level 6 spätestens mit dem Jungler die Botlane gedived wird. Man sollte sich dann versuchen, Vision zu ergattern und dann wirklich ein Lead durch Kills, durch Tower Platings zu ergattern. Ja. Oder also durch einen Drake. Durch einen Drake, also Nick mit seinem Descenten nimmt da den ersten Cloud Drake. Schon mal eine gute Aktion für Magdeburg. Haben damit das die Möglichkeit, ein bisschen schneller zu rotieren. Jetzt gibt es ja auf Toplane bereits wieder einen kleinen Skirmish. Da wird Klett einfach von seinem Reittier verjagt. Aber genug Sustain von beiden da. Pots sind drin und Sein bringt sowieso natürliche Tankiness mit. Stack natürlich auch immer weiter schön Leben hoch. Jetzt werden wir sehen, wie das weiterentwickelt. Also leichter Farmlead im Jungle für Berlin. Auf der Toplane ebenfalls Farmlead für Berlin. Auf der Mitte ungefähr even. Auf der Botlane hat sich Lucian natürlich die Lane Pressure, die er hat, einen ordentlichen Farmlead erarbeitet. Ab welchem Zeitpunkt würdest du Magdeburg empfehlen, auf volle Aggression zu gehen? Also mit dem Lee Sin haben wir natürlich die Möglichkeit, das im Early Game bereits zu tun. Ab wann ist so der Teamfight für dich wichtig auf Seiten von Magdeburg? Naja, ich denke mal, Teamfight sollte bei Magdeburg nicht automatisch auf erster Stelle stehen. Man versucht sich auf den Lanes einzelne Leads zu ergattern und einfach dann weiterhin die Jungle Vision nach vorne treiben. Man hat hier Lee Sin, man hat wirklich mit der Ulti ein Powerplay Zeitfenster, wo du dir den Lead auf den einzelnen Lanes holen kannst. Und das sollte Magdeburg auch wirklich anstreben, sobald die einzelnen Lanes Level 6 sind. Zur gleichen Zeit sollte eigentlich der Jungle und die Botlane von Magdeburg Level 6 werden und dann heißt es wirklich drauf. Und ich denke mal, auch auf der Toplane könnte man vielleicht für ein Early Dive gehen. Das Sein kann sehr viele Tower Shots tanken. Mhm. Und es wird abzuwarten, wo jetzt wirklich der Fokus bei Magdeburg liegt. Ja. Böser Schaden davon Zoe gegen Lissandra. Also die wird keine Spur vor der Mermaid auf Lane. Sie ist eventuell zu gezwungen, back zu gehen. Sollte sich auf alle Fälle auf der Midlane ja, ein bisschen konzentrieren, dass das nicht nochmal passiert, weil sonst könnte es ernste Verfolgen haben. Jetzt täuscht man den Lantern-Gang-Akt, da kommt der Engage und die Ulti, jetzt konzentriert man sich auf den Lucian. Der droppt jetzt ziemlich low, die Ezreal Ulti holt ihn ab, da kommt der Braum eventuell noch raus, jetzt ist die Ulti von Sein am Start, der Thresh droppt nochmal ziemlich low, aber da kann Berlin mit vier Leuten ganz sicher disengagen. Das ist First Blood auf Seiten von Berlin für den Ezreal. Man hat hier natürlich sehr viel investiert, ich habe nicht ganz gesehen, ja, Thresh hat auch noch beide Summoners benutzt, um natürlich Sejuani mit der Laterne reinzuholen. Es war ein sehr gut durchdachtes Play und natürlich auch sehr gut koordiniert. Respekt an Berlin, das war eine sehr gute Aktion, natürlich auf Seiten von Magdeburg. Sie haben das gerochen und haben natürlich auch den Sein runtergeschickt. Aber beide Toplaner immer noch ohne TP-Nutzung in diesem Spiel. Das heißt, man kann natürlich wieder auf die Toplane gehen oder nochmal so ein Play probieren. Aber auf der Seite, der Jungler hat auf der Botlane gefehlt von Magdeburg. Dementsprechend sichert er sich den Herald. Und kann der eine Kill auf Seiten von Berlin dein Herald kompensieren, denn du, man kann es natürlich sehen, man kann sehr viele Platings sich ergattern und, ja, oder vielleicht den First Tower im Game auf Seiten von Magdeburg sichern. Man kann natürlich versuchen, das auch schon vor Minute 14 zu ergattern, da sind die Platings noch vorhanden. Es ist sehr viel Gold pro Plating, 160 Gold, diese neue Mechanik, die ab Season 9 vorhanden ist. Ja, werden wir also sehen, wo Nick dann ja, den Herald zum Einsatz bringen wird. Allgemein ist es sagen, auf der Lane war bisher relativ wenig aktiv, hat sich dafür sehr viel um den Farm als auch halt um diese wichtigen Ziele wie Drakes oder den Herald gekümmert. Ist das eine Möglichkeit, die sind auch auszuspielen, halt weniger Lane-Gangs, sondern mehr
mehr Kontrolle über die ganzen wichtigen Objekte? Naja, ich denke eher, er sollte versuchen, einzelne Goldleads auf Lanes zu holen, als eher für Objectives zu gehen. Aber es ist auf jeden Fall nicht falsch. Das kann man ihm nicht vorenthalten. Er hat auch nicht immer die Option, wirklich dann an Ort und Stelle da zu sein. Und dann tut er einfach nur das, was er in dem Moment machen konnte. Er macht das Beste draus. Und das muss man ihm zugute halten. Seine Botlane gewinnt gerade und da kommt schon das nächste All-In. Der Winterbite trifft fast. Kalin kommt raus. Trash Slay versucht hier den Schaden abzuwenden. Aber die Botlane von Berlin droppt erstmal low. Sijuani kommt hier für den nächsten Live. Und der erste TP von Magdeburg kommt. Die Ulti von Sein geht rein und das ist der Return Kill. Und jetzt Sleep ist auf den Duschen drauf. Oh, und das Schild von Braun verhindert der Schlimmeres. Es fängt nochmal die Sejuani-Ulti ab. Jetzt wird zurückgetradet. Der Lucian macht unglaublichen Schaden. Nick ist mittlerweile auch da. Jetzt geht's hier drunter und drüber. Alle sind mittlerweile auf der Botlane versammelt. Klett versucht nochmal den Engage. Schafft's aber nicht ganz. Kann nochmal disengagen. Von hinten hat der Ezreal nicht ganz so viele Chancen. Bricht zwar die Qs rein, aber guter Trade für Magdeburg. Nochmal gut drauf reagiert. Jetzt wird der Herald hier gleich auf der Botlane geplaced. Das dürfte das First Blood Tower für Magdeburg eSports sein. Ein sehr gut qualifizierter Fight. Aber von beiden Teams. Aber sehr, sehr guter Teamfight. Vor allem für Magdeburg. Ja, man hat ihn nicht erwartet, dass man sofort schon dass das ganze Magdeburger Team hier auf der Botlane erscheint. Natürlich, man muss damit rechnen, dass der TP kommt. Dementsprechend war auch der TP von und der nächste Engage, da ist der Kill auf dem Ashwill da. Thresh kann nur den Rekill machen hier gegen den Lee Sin. Und jetzt sollte man am besten disengagen, eventuell den Herald nochmal aufhalten, bevor er dir zum weiteren Charge ansetzt. Das dürften sie geschafft haben. Magdeburg disengaged lieber. Enriel auch schon ziemlich low gedroppt auf seinem Sign. Gute Aktion, 4:3 da mittlerweile und ein kleiner Goldliter auf Seiten von Magdeburg. Ich wollte vorhin mal das Thema Splitbush ansprechen. Dafür hat natürlich Klepp als auch Sein die Vorteile. Ich meine, beide können mit Teleport dazukommen. Sein natürlich nochmal den Vorteil, auch mit der Ulti nochmal dazustoßen zu können, so wie im Teamfight eben. Ja, ich denke mal, der Splitbush ist natürlich ein bisschen besser auf Seiten von Berlin, aber ich denke nicht, dass Berlin auch wirklich hier Splitbushen möchte. Sie wollen einfach rein. Sie haben mit der Sijuani-Ulti und dem Ezreal einfach sehr viel Potenzial im Teamfight, auch wenn der DPS fehlen könnte. Man hat ja auf Seiten von Berlin aber auch den Drake bekommen, dadurch, dass Magdeburg ein bisschen zu viel wollte nach dem Tower. Der Herald hat natürlich nicht so viel gebracht im Endeffekt. Man hat den Tower schon davor bekommen. Klar, viele Platins gesichert. Aber man hat natürlich den Shutdown auf dem Lee Sin abgegeben. Der war jetzt nicht zu groß, obwohl 3 Kills hatte er nach dem ganzen Fiasko auf der Botlane, könnte man schon fast sagen. Aber der Shutdown ging nur an Trash. Also in Seiten von Magdeburg ist das beste Szenario. 1:1 da getradet und natürlich Gold League geholt, dadurch, dass man den Tower geholt hat. Da schafft man es nochmal rauszukommen. Glück für die Sandra an der Stelle, da waren bereits wieder mehrere Berliner Spieler im Interface. Wäre es für dich eine Option gewesen, den Herald vielleicht mit den überlebenden Magdeburger Spielern dann zu beschützen und vielleicht noch einen Charge auf den zweiten Tower rauszubekommen? Eigentlich nicht. Magdeburg tat es gut, dass man hier jetzt doch rausging und nur 1-1 getradet hat, weil sehr viele Hitpoints waren schon ziemlich weit Richtung 0. Man hat sehr viel investiert bei Magdeburg, genauso bei Berlin, aber Berlin kam natürlich dann zurück aus der Base mit Full HP. Ja. Dementsprechend kann man da nicht wirklich weiter zurückkämpfen und versuchen, da noch ein Tower oder noch ein Charge vom Herald auf den nächsten Tower aufzubringen. Okay, also ein relativ hektisches Midgame haben wir gerade gehabt. Jetzt 5 Minuten war auf alle Fälle einiges los. Wenn du jetzt mal so den Gesamtstand betrachtest, von den Sets auch her, vom Itembild, irgendwas, was dir auffällig ist und wer hat jetzt so den richtigen Vorteil? Hat Berlin nochmal die Chance, diesen kleinen Fehler auf der Botlane, den sie begangen haben, um wegzumachen? Naja, wir sehen hier auf Seiten von Magdeburg wurde das erste Item vollendet, genauso wie auch bei AD Carry Ezreal. Aber der Power Spike ist natürlich viel größer bei Lucian. Das Blade of the Rune King ist natürlich vollendet und da ist das All-In-Potential da. Ezreal geht weiterhin über Poke. Ist es noch nicht ganz sicher, ob er jetzt für ein Iceboard Gauntlet geht oder für eine Trinity. Es sieht dadurch, dass er den Cloth Armor hat, vielleicht eher nach Iceborne Gauntlet aus, aber ich hätte mir lieber eine Trinity Force gewünscht, da ich der Main Damage sein wird. Ja. Also, vor allen Dingen im letzten Teamfight hat sich der Lee Sin ordentlich Kills geholt. Hier ist ja auch 3 Kills hoch. Jetzt gibt es in der Mitte den nächsten Skirmish. Da ist der Lee Sin am Start. Der trifft das Q auch. Ordentlicher Schaden ist da. Der nächste Kill für Nick. Da wäre der Sign noch rangekommen. Also wieder 3 Magdeburger Spieler hier auf der Midlane. Gute Rotationen sind da. Ein bisschen zu aggressives Play von Zoe eventuell. Wir sehen, da war kein Ward vorhanden. Da hat der Lee Sin einfach gewartet. Auf jeden Fall. Sie steht ein bisschen sehr weit vorne, dass sie wenig Vision hat auf den Gegner. Und man muss einfach jetzt Lee Sin respektieren. Er hat jetzt, Stand der Dinge, 4 Kills und ist der stärkste Champion.
gerade auf Seiten von Magdeburg. Und der Damage ist einfach vorhanden. Mit dem Setup, den Sandra bietet, ist es einfach unglaublich. Also du kommst da nicht weg, auch wenn du glänzerst. Zoe hatte keinen Flash, das heißt, sie muss da sehr, sehr vorsichtig sein und wahrscheinlich abwarten, bis ihr Flash wieder ab ist, um vielleicht für mehr Poke zu gehen. Also wirklich eine Poke-lastige Comp auf Seiten von Berlin und dementsprechend muss sie auch drumherum spielen. Man darf nicht so weit vorne stehen und sich catchen lassen. Also Magdeburg greift in dem Game so ein bisschen nach der Kontrolle. Nach dem letzten Teamfight und auf der Botlane haben sie es auch so ein bisschen bekommen. Der Lane-Swap wurde bereits angesetzt, also schon vor einigen Minuten. Berlin hat gegengekontert. Selbes Spiel also quasi auf der Top-Lane nochmal. Wo siehst du jetzt die Möglichkeiten von Berlin, vielleicht nochmal selbst hinter Kontrolle zu greifen, wenn es jetzt in den nächsten Minuten so anstehen sollte? Naja, wir sehen ja eigentlich nur vielleicht die Hoffnung bei Berlin, Stand der Dinge, dass sie für ein Überzahl-Play gehen. Sie sind Stand der Dinge nicht wirklich stark auf den einzelnen Lanen. Im 1 gegen 1, 2 gegen 2, da verlieren sie erstmal. Sie sind einfach gerade behind. Magdeburg hat die stärkeren Champions im Mid-Game und Early-Game. Und es tut ihnen gut, jetzt erstmal ein langsames Game zu fahren, um später über den Poke wirklich wieder zurückzukommen und vielleicht dann Champions mit der Sleep Bubble oder den Glacial Prison, der Sejuani Ulti, vielleicht zurückzukommen. So, wir sehen jetzt Mana Moon und ein weiteres Item bereits bei Ezreal fertig. Auf der Gegenseite haben wir Iceborn Gauntlet. Late of the Rune King bei Lucian. Also sollte man sich trotzdem immer noch nicht ins 2v2 trauen. Ganzes Game hat sich jetzt letzten zwei, drei Minuten ein bisschen beruhigt. Werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wir sehen jetzt doch Iceborn Gauntlet auf Ezreal. Ich bin nicht wirklich, ich habe es gerade angesprochen, überzeugt. Der Main Damage ist nicht so ganz vorhanden. Und wir sehen hier den nächsten Teamfight. Die ersten Ultis gehen schon raus. Der Klett Engage geht drauf. Lucian Culling versucht sein bestes Klett in der Backline. Kann man den Lucian hier protecten? Und momentan sehr viel Fiasco. Klett kommt wieder raus. Die nimmt die Pflanze. Kein Klett hier nochmal mit. Wird der gleich entmautet? Die Lissandra kommt rein. Glacial Prison noch nicht benutzt. Und der erste Kill auf Seiten von Magdeburg geht raus. Kann man hier den nächsten Kill holen? Nein, ein 1:0 im Moment für Magdeburg eSports. Und man kann hier versuchen, den nächsten Tower zu forcen. Ezreal, Poke ist aber da. Der Braum droppt low und man hat hier den Sein. Aber in der Backline, CC ist da, Lissandra. Kommt mit dem W rein, dann zwei Leute, der Sion gut, CC ist da und das ist der nächste Kill für Nick. Sion holt den nächsten Kill. Und aber der Return-Kill von Sejuani auch vorne, schon vorher da. Die sind weiter mit sehr viel Damage. Der nächste Double-Kill für Nick und der CC von Sein trifft nicht mehr. Flash ist da, aber das ist der nächste Kill für Magdeburg. Wir sehen ja einen sehr hohen Gold-Lead von Magdeburg. Hier ist momentan sehr viel Spannung dabei und ja. Super gespielt von Magdeburg. Also Cyan da in der Backline hat den Teamfight quasi zum zweiten Mal nochmal eröffnet. Sie hatten ja vorher schon ein bisschen disengaged in Ruhe Richtung zweiten Tower. Da war der Cyan da, fängt damit nochmal die Botten ab. Halbierte den Ezreal, glaube ich, sogar mit einer Q komplett. Also sie hatte kein schönes Spiel da. Und ja, da hat man es gesehen, da war der Lucian einfach aktuell viel stärker. Das Culling hat selbst Sejuani Half-Life gezogen. Unglaublich viel Schaden da. Und natürlich diese CC, die einfach gut gestaffelt rausgekommen ist. Die Chain war da, also nicht viel Chancen für Berlin. Und das ist jetzt schon ein gehöriger Lead da für Magdeburg. 6-1 auf die Sinn. Die Toplane ist auch bereits auf 3 Kills und 3 Assists. Die Tanky, das ist da. Sunfire Cape fertiggestellt. Und das sieht aktuell nicht gut aus für Berlin. Ja, genau. Wir können jetzt wahrscheinlich den nächsten Drake ergattern auf Seite von Magdeburg, für Magdeburg. Ich denke nicht, dass Berlin da irgendetwas entgegen trägt. Schade, dass das wirklich nicht sehr relevante Drakes sind. Ein Earth oder Infernal Drake wären natürlich schöner für Magdeburg, da sie im Early Game natürlich dominanter sind. Aber der passive und aktive Movement Speed von dem Cloud Drake kann natürlich auch für spätere Rotationen wichtig sein. Aber ich bin ja ein bisschen überfordert, warum Berlin versucht weiterhin für Plays zu gehen. Sie werden gerade out-teamfighted und haben nicht wirklich was entgegenzusetzen zu dem Magdeburger Spiel. Klett ist der einzige Frontline-Champion gerade für Berlin und er schafft es nicht, den Schaden abzufangen, den das Magdeburg-Team zu bieten hat. Vor allem durch Nick aus seinem Lee Sin Pick. Er sorgt für sehr viel Verwirrung. Also kaum zu glauben, dass der erst vor einigen Tagen zum Team dazugestoßen ist. Der macht hier wirklich das Spiel seines Lebens. Das kann man so sagen. Er hat auch schon in Ludwigsburg sehr, sehr gut performt im letzten Jahr. Falls du dich erinnerst, auf der Top-Lane. Ja, auf der Top-Lane hat er gespielt. Natürlich dann ein bisschen im Finale gechockt, aber er sorgt für ein fulminantes Spiel. Er kam mit Nervosität rein, aber
was er hier heute abliefert, das ist phänomenal. Das muss man einfach so sagen. Aber was wir hier gerade sehen, man gibt hier einfach einen Tower ab und der nächste Teamfight startet schon im Blue Side Jungle. Lee Sin droppt hier aber down. Wir haben es gerade angesprochen. Ein bisschen zu hoch gehypt, den ja. Lee Sin. Und ein einfacher Kill. Man hat hier sehr viel investiert, die Klett-Ulti, die Sejuani Ultimate. Und man geht hier natürlich jetzt das den Baron. Das Smite fehlt, aber ich denke, das ist ein bisschen sehr riskant. Magdeburg hat immer noch 4 Spieler da. Können sie es schaffen, vielleicht dafür zu gehen? Baron droppt auf 5-6 HP. Sie gehen hier weiter. Baron wird durchgezogen. Jetzt ist die Vision. Und das dürfte der hier, der Baron Nashor sein für Berlin Esports. Ja, das Smite ist da. Sejuani secured den Baron und kann jetzt Magdeburg dafür sorgen, noch so viel rauszuholen, wie es geht. Erster Kill fällt für Berlin. Der Braum droppt natürlich los. Wolltest du hier nicht. Aber Klett dahingegen Double Kill für sein. Man holt hier noch das Beste raus, aber nicht das, was du möchtest. Und ein bisschen enttäuschend, was hier gerade zu sehen ist, dadurch, dass sich Magdeburg so ein gutes Goldlied herausgespielt hat, dass man jetzt den Baron abgibt. Da hat natürlich ein bisschen Vision gefehlt. Und man kriegt hier noch den Return Tower auf der Midlane. Das Gold ist ein bisschen wieder ausgeglichen. Aber Berlin hat jetzt natürlich mit dem Baron die Chance zu siegen. Und eine Pokémon ist natürlich dafür bekannt, dass sie dir mit einem Baron mit Pressure auf den Lanes das Leben zur Hölle machen kann. Ja, die siegen nicht einfach in den Tower, poken den Tower dabei down. Wir werden sehen, wie Berlin den ausspielen kann. Aktuell nur, glaube ich, nur 2 oder 3 Mitglieder, die wir hier sehen, die den Baron Buff haben. Ja. Thresh, glaube ich, gefallen. Wer ist? Und Klett ist gefallen. Klett auch noch. Also Splitpush und Klett da anscheinend nicht mehr so gut. Ja. Jetzt muss Magdeburg abwarten, bevor sie weiter aggressiv setzen können. Ja, da war ein bisschen out of position. Und das Problem, was ich sehe, die Kills sind sehr... Die sind zwar gut verteilt, wenn es um Schaden geht, andererseits 6 Kills auf Lee Sin, 5 Kills auf Sion, noch keine Kills auf der Botlane bzw. der Midlane. Da hat man so ein bisschen verpasst, die Kills vielleicht ein bisschen besser zu verteilen, dass auch die Lanes noch härter in Snowball reinkommen. Könnte auch sein. Natürlich sind alle anderen Spieler auch ganz gut dabei, aber du sprichst an, Lucian hat keinen einzigen Kill. Du möchtest natürlich Spikes auf dem AD-Carry früher haben, aber so wie sie die Teamfights davor ausgespielt haben, war das auch in Ordnung. Was hier eigentlich fehlerhaft wirklich war bei Magdeburg, war, dass sie die Vision nicht wieder ersetzen konnten auf der Topside der Karte. Und dementsprechend wurde Lee Sin gecatcht. Sion konnte sich noch retten, aber sie hatten zu wenig Vision auf den Baron, haben zu spät reagiert, dass Berlin vielleicht einen Baron sneaken konnte. Und da ging es natürlich dafür ein Early Baron. Der Sion, der hat Bock, aber die Pflanze ist da. Rettet so ein bisschen Berlin aus der Gefallenzone. Jetzt geht's hier wieder rein. Braum-Ulti wirft die 4 mit Lina hoch. Jetzt geht's darum, möglichst viel Schaden anzubrechen. Der Lucian ist in der Backline, holt die Zoe. Jetzt kann Reuter hier aufräumen. Da kommt er der nach vorne und die Berliner fallen hier ein auf dem anderen. Das dürfte das Ace für Magdeburg sein. Letzte Überleben, da ist Klett noch gemountet. Das fällt jetzt. Das ist das Ace für Magdeburg. Der letzte Berliner Spieler fällt. Das Triple für Reuter. Der ist auch im Spiel angekommen. Damit ist der Baron Buff verflogen. Jetzt hat man hier freies Spiel und Magdeburg meldet sich imposant zurück in diesem Game. Boah, unglaublicher Teamfight, wirklich. Da hat alles gepasst für Magdeburg. Die einzigen Ultis, die einen Unterschied in dem Fight bewirken konnten, wurden von dem Braumschild geblockt. Das hätte man natürlich besser koordinieren müssen. Ja. Und das war wirklich der Teamfight in der Entscheidung. Und Magdeburg hat wirklich mit der Sein-Ulti sehr viel reißen können. Ja, die Braum-Ulti. Die Braum-Ulti hat 4 Spieler getroffen von Magdeburg und war so entscheidend. Also wirklich MVP hier in dem Fight von Latituda auf dem Braumpick. Die Ultis von Berlin abgehalten und natürlich ein super Engage gelandet. Ja. Aoe-Damage war da. Und da musste einfach nur Reuter mit dem Lucian dafür sorgen, dass die Kills fallen. Und wir haben es bereits gesagt, keine Kills auf Lucian. Das wurde hier geändert. Ja, und der schwarze Beil war da, damit hat der Tank auch keine Chance mehr. Ja. Er ist vor allen Dingen über die Wand, wo die Pflanze schon nicht mehr da war, in die Backline und hat die Zoe quasi alleine niedergemacht, bevor er sich dem restlichen Team wieder angeschnallt hat. Bockstark gespielt von Reuter. Und wieder ein Cloud Drake. Also, das Glück mit den Drakes heute nicht ganz so hold, aber ich denke, Magdeburg kann es egal sein. Die haben sich hier immer ein super Lead erspielt. 16-6 Kills und super viel Pressure. Es
ist ein unglaubliches Spiel, super spannend. Es ist ein Hin und Her, das willst du wirklich sehen als Zuschauer. Ob du jetzt optisch bist, ob du jetzt Fan von Magdeburg bist oder Berlin. Es ist einfach super zuzuschauen und ganz viele Kleinigkeiten, die du im Teamfight highlighten kannst. Warum erst den Teamfight Magdeburg gewinnt oder warum Berlin sich die Oberhand ergattern kann. Und jetzt natürlich Magdeburg mit dem Powerplay. Können sie jetzt weitere Tower sich ergattern? Und wir sehen hier Botlane auf der Botlane von Berlin. Weitere Plays sind möglich. Jetzt muss man aufpassen, dass man sich nicht jetzt einen Chokepoint da catchen lässt, weil so eine Siege Ulti kann das Spiel doch schon mal ganz entscheidend verändern. Aber ich denke, da wird Latibur seine Jungs im Griff haben und Shotcallen, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Man konzentriert sich jetzt wieder auf die Mitte. Da ist der Inhib bereit. Nein, der Inhib ist noch nicht gefallen. Den wird man sich jetzt annehmen. Die Bubble von Zoe trifft da nicht ganz. Man disengaged wieder auf der Toplane. Haben sich die Waves eben so ein bisschen gegenseitig isoliert. Also noch ist kein Fisch da. Leichte Vorteile für Berlin jetzt gerade. Magdeburg sollte. Ein bisschen der Management auf dem Topside ist nicht so gut. Oh, guter Engage. Es ist Flash wieder da. Und das Niederman. Mädchen Zoe einfach nieder. Nimmt man den gegnerischen Midlaner raus. Der war bisher kein großer Faktor im Spiel, aber trotzdem schmerzt dieser Verlust. Super Saiyan Q macht immer ordentlich Schaden. Und da kommt der Follow-up. CC aus der Ferne kann erst mit aller Ruhe draufhalten. Aber das dürfte nicht reichen. Dafür ist Saiyan einfach zu tanky. Das ist der erste Inhib für Magdeburg. Und natürlich ein wieder sehr guter Engage. Und Zoe mal wieder off-position. Man muss das einfach mal ein bisschen highlighten, dass wenig Schaden von Berlin über den Midlaner kommt. Er ist nicht immer auf der richtigen Seite und er tut sich da auch schwer mit dem sehr, sehr aggressiven Play von Magdeburg. Ja. Sion macht einfach die Ulti an, fährt in die Backline rein und kann einfach Damage tanken. Und er hat natürlich den Vorteil, er hat 608. Unglaublich. Und er ist so tanky, so beefy und kann den kompletten Schaden von Berlin tanken. Und dadurch, dass Zoe auch nicht sehr gut im Spiel ist, wir sehen hier erst ein vollständiges Item, fehlt der Damage gegen den Tank. Und was ich im Draft bereits angesprochen habe, hier fehlt die BS von Berlin, auch wenn sie jetzt nicht behind wären. Sie müssen wirklich den Engage von Magdeburg unterbinden. Sie dürfen sich nicht von Sion zusammenbringen lassen, um natürlich den Aoe Damage von Magdeburg ermöglichen. Zoe und Ashe wollen poken, sie wollen den Fight rauszögern, um dann hinterher vielleicht zu reengagen mit Sejuani. Aber wir sehen hier die nächsten Plays auf der Topside. Baron ist nun wieder ab. Man macht natürlich von Magdeburg den cleveren Play. Mehr Vision wie jetzt diesmal. Man versucht den Fehler zu unterbinden, den man vorher hatte. Vision aufzubauen im Jungle. Und man hat natürlich jetzt den Vorteil, der Midlane-Inhib ist down. Das heißt, man hat immer eine pushende Lane. Und auch auf der Botlane könnte es dafür sorgen. Aber man geht hier direkt für den nächsten Engage. Oh, da könnte er sein. Der kriegt die Kurve nicht ganz hin. Ja. Ich möchte aber unbedingt nochmal die Lissandra ansprechen. Die steht zwar 0-0-13, aber die ist bisher immer so gut gefordert mit der Frostkralle. Ihre Ultis on point oder zwingen zumindest das Cleanse vom Midlaner oder dem ADC immer wieder raus. Sie bringt auch guten Schaden mittlerweile ran. Wir sehen, ja, nicht ganz. Das ist das Lilana-Item fertiggestellt worden. Die Schuhe sind auch schon da. 0-0-13, wie gesagt, bereits angesprochen. 217 Farm kann damit Zoe noch mithalten, aber Zoe bisher eigentlich kein Faktor im Game. Die Bubbles treffen immer wieder. Das Problem ist nur, da ist der Braum da und der verhindert einfach den Follow-up-Schaden. Genau, Braum und Seim machen das ziemlich schwer für Berlin, überhaupt da etwas zu ergattern. Der TP sitzt jetzt von Klett, versucht, naja, von SRL. SRL hat TP dabei. Man versucht hier wenig Druck für Magdeburg, also den Druck zu erhöhen, sodass sie nicht einfach Baron starten können, versucht Vision im eigenen Jungle wieder aufrechtzuerhalten und die gegnerische Vision zu klären. Natürlich, da ist kommt der erste Play von Braum ist mittendrin, gute Ulti, ist keine Lusch, von hinten einfach reinhalten und da bricht es zusammen auf der Seite von Berlin, denn im Hintergrund beschäftigt einfach der Saiyan das ganze Team. Jetzt kommt nochmal die Kralle, das dürfte der nächste Kill sein. Gut gemacht und der Stun auf den Ezreal. Damit die beiden Carries erstmal aus dem Game rausgenommen. Und das könnte sogar das Game sein, wenn Magdeburg das verknallt. Es ist noch nicht ganz entschieden. Berlin hat immer noch ein paar Spieler auf den Seiten. Eine nächste Bubble trifft, aber da ist das der Braumschild vorhin. Ultimate von Saiyan trifft nicht, Forst aber Zoe Flash. Und man geht für Magdeburg hier wirklich für den Finish. Der erste nächste Tower fällt, der zweite ist der nächste, das nächste Target. Reuter Fokus den Tower. Und der Nexus ist das nächste Target. Die ersten Gegner droppen. Der Nexus ist das Ziel. Ist das der Sieg für Magdeburg? Ja, das ist es. Magdeburg ergattert sich hier beim Best of One des ersten ESBD Cups den Sieg über Berlin, den ersten Berlin eSports Club. Und wir haben ein spannendes Spiel gesehen. Auf jeden Fall. Magdeburg
legt sich in den Arm und Berlin, fragende Gesichter. Man hat natürlich Aufbereitung. Ja, da hat man es einfach in diesem einen Fall von Botlane, das Early bis Midgame abgedeckt. Ja. Ist danach einfach nicht geschafft, das Spiel so lange zu halten, dass diese Combo auch ins Late-Game skalieren kann. Mit dem Ezreal, mit dem Poke, mit der Siege-Combo, die man hatte, vielleicht mit dem Split-Push auf Klett. Es hat einfach nicht gereicht. Schade an der Stelle, aber gut gespielt von Berlin. Sie hatten zwischendurch ihre Momente mit dem Baron und den Kills, die sie bekommen haben, nochmal zurückzukommen. Genau. Und ja, ein sehr schönes Spiel. Erstmal vielen Dank dafür. Wir gehen jetzt zurück auf die Stage zu der wunderbaren Stage-Host Becky. Viel Spaß noch mit der Preisverleihung und mit Hans Jagno, dem Präsidenten des ESPD. Ich danke fürs Zuschauen und es geht zurück auf die Stage. Das finde ich auch. Du hast ja die Ehre, gleich die Preise zu verleihen. Ja. Ich überlasse dir dann auch einfach das Wort, wenn du das möchtest. Sehr ja? gerne. Als Präsident des E-Sport-Bund Deutschland freue ich mich natürlich sehr, euch als Gewinnern auch den Pokal, den ESBD-Vereinspokal 2019 in League of Legends überreichen zu können. Der ist gar nicht mal so leicht. Ich kann den gar nicht mal mit einer Hand. Ich will gar nicht lange weiter reden. Nimm ihn. Danke. Herzlichen Glückwunsch vom E-Sport-Bund Deutschland. Machst du erst oder soll ich erst die... Mach auf den zweiten. Ja. Und ich würde jetzt auch noch mal gerne die Zweitplatzierten hier nach vorne bitten, auch für euch natürlich. Den zweiten Platz. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es war heute nicht das, was ihr euch sicherlich vorgestellt habt. Aber fair gespielt, Fairness, Respekt, Toleranz. Das ist das, was wir im ESPD vertreten. Vielen Dank, dass ihr euch eingesetzt habt. Und herzlichen Glückwunsch nochmal an Magdeburg eSports. Sehr gut, aber lauft mir alle bitte noch nicht davon. Ja? Ich darf jetzt einmal noch mal ganz kurz hier, ich komme einfach ganz kurz da dazwischen. Ja, das klang ja jetzt eigentlich, als wir vorhin gequatscht haben, ein bisschen so, oh, wir haben jetzt viermal miteinander gespielt und nochmal umgestellt müssen. Aber jetzt hat es doch funktioniert. Wie sind die Feelings? Ich bin begeistert. Es ist der Magdeburg eSports Offline-Buff. Ja? Ich weiß nicht, was hier los ist. Großartig, geile Sache. Sehr schön. Das heißt, es wird heute auf jeden Fall noch ganz, ganz krass gefeiert, schätze ich. Ja, auf jeden Fall. Mal gucken, wie. Welche Strategie seid ihr denn jetzt gerade noch gefahren? Weil ich meine, wie gesagt, du meintest ja so, ach ja, wir wissen noch nicht, aber wie hat das jetzt so geklappt und was habt ihr gemacht? Einfach rein. Also einfach reingehen, ja. Was anderes war es eigentlich nicht mehr. Wir haben gemerkt, dass wir die Teamfights gewinnen und haben es dann einfach probiert, weiter so auszuspielen. Kerngedanke rein, würde ich auch nur sagen. Ja, also nochmal herzlichen Glückwunsch auch von mir. Ihr könnt dann nochmal ganz, ganz fest applaudieren, bitte. Gratuliere. Aber... Natürlich hier auch mal noch, ich quatsch mich jetzt da dazwischen, unsere Zweitplatzierten, ihr habt das sehr gut gemacht, Entschuldigung, ihr habt uns ein wunderbares Spiel geboten, danke dafür. Ich weiß, es ist immer so, ich habe jetzt auch schon zum Hans gesagt, das gehört dazu wie beim Fußball, jetzt kommt hier diese typische Frage, woran hat es gelegen? Ja. Ja, wirklich typisch. Also ja, wir konnten nicht wirklich das umsetzen, was wir wollten, haben so ein paar falsche Entscheidungen einfach getroffen. Na gut, wir werden daran arbeiten und nehmen das jetzt nicht so krumm. Ist natürlich schade, wir sind schon hier hingefahren, um zu gewinnen, aber manchmal geht's halt nicht, ne? Manchmal funktioniert. Du hast schon meine zweite Frage gleich vorweggenommen, weil ich wollte gerade fragen, wie schaut es jetzt so zukunftsmäßig aus? Wird ein bisschen umgestellt oder mehr trainiert? Anders trainiert vielleicht? Ich werfe hier mal so einen Blick zum Coach. Hä? Ja, also ich denke mal, auf jeden Fall anders trainiert erstmal und auch wahrscheinlich ein bisschen mehr. Denn ja, das ist bei uns so ein bisschen zum Schleifen gegangen irgendwann mal und ja, ich denke auf jeden Fall, dass da mehr Training kommen wird. Wir werden das aufarbeiten, wir werden uns das Spiel natürlich auch angucken, unsere Fehler analysieren und dann das nächste Mal gewinnen wir. Genau, ihr werdet das schon machen. Auf jeden Fall weiterhin viel Glück. Danke, dass ihr da wart. Bitte auch nochmal einen Applaus für die Berliner. Danke vielmals. Schön, dass ihr dabei wart. Ich sag euch nochmal... Hans ist ja noch brav am Händeschütteln, aber ich glaube, ihr seid dann jetzt erstmal entlassen und dürft ja, die Spiel, Bühne ne? verlassen, ja, auf einer Seite, wo ihr wollt. Ich, glaub, ich glaube, ist ihr habt da jetzt ein paar Fans, mit denen ihr feiern könnt. Ja. Genießt den Abend auf jeden Fall noch. Sehr schön. Super, geht gerne. Ja, ja. Ihr könnt gerne zu euren Fans gehen. Ich glaube, ihr könnt da unten lassen. Weiter Stimmung machen. Viel Spaß. Hans, aber du läufst mir noch nicht weg, gell? Ja, ich bin auch noch hier. Ich du irre noch, etwas auf der Du darfst Bühne noch ein bisschen mit mir hier bleiben.
Ich habe ja vorhin mit dem Martin schon ein bisschen darüber gequatscht. Ja, da wird es natürlich gefeiert. Ich habe ja mit dem Martin vorhin schon ein bisschen darüber geredet, was ihr so als Verband macht. Vielleicht reden wir vielleicht noch ein bisschen über den Vereinspokal jetzt an sich. Das Ganze ist jetzt vorbei. Es hatte ein schönes Finale hier auf der Dreamhack in Leipzig. Wie war es denn für dich, die Ausrichtung des Vereinspokals? Also es war unglaublich anstrengend und ich glaube, das kann man sagen für alle, die beteiligt waren, die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die diesen ganzen ESBD-Vereinspokal 2019 überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir haben viel vorbereitet, wir haben viel im Ehrenamt an Produktion und an Turnierleitung geschafft. Das war eine ganz, ganz große Sache, viele Erfahrungswerte, die auch für uns bei rumgekommen sind. Und dann natürlich muss man auch sagen, vielen Dank hier an die Produktion in Leipzig, vielen Dank an die Dreamhack. Das war ein wirklich würdiger erster Abschluss. Und wir sind super stolz als ESPD, als Verband des E-Sports in Deutschland, dass wir hier auch so eine tolle Bühne für die Vereinskultur im E-Sport haben, für den Amateur-E-Sport bekommen haben. Das war ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ist einfach super. Also siehst schon, es hat mega Anklang gefunden, es sind die Leute nachgekommen, die Fans waren da. Wie schauen denn jetzt so eure nächsten Schritte aus im breiten Sportband? Also für uns ist es natürlich ganz wichtig, hier mehr Strukturierung zu schaffen. E-Sport in Deutschland ist noch ein junger Bereich, noch ein aufblühender Bereich. Wir lesen das immer wieder in den verschiedenen, Medien, dass wir hier auch noch so als junge Sportart gelten und das sind wir auch. Das wollen wir weiter ausbauen, weiter vorantreiben, Nachvollziehbarkeit schaffen, mehr Trainingsstrukturen zum Beispiel schaffen. Da können Vereine ganz besonders von profitieren, hier auch den Spielerinnen und Spielern ein Angebot machen zu können. Das ist das, was Breitensport ausmacht, mehr auch in den Spielbetrieb reinzubringen. Und mich irritiert unglaublich, dass die ganze Zeit so gefeiert wird. Und das zeigt auch, wie wichtig diese Vereinskultur ist für den E-Sport, wie wichtig die Community ist für den E-Sport. Das ist für uns ganz, ganz großartig. Daran wollen wir weiter arbeiten. Und wir müssen natürlich die Rahmenbedingungen für den E-Sport in Deutschland auch verbessern. Da wollte ich auch gerade fragen, was sind so eure Ziele für 2019? Wo geht der ESBD 2019 so hin? Also wir haben natürlich ganz, ganz viel weiterhin im politischen Rahmen zu tun. Wir werden auch 2019 uns weiter für die Gemeinnützigkeit im E-Sport einsetzen. Wir werden weiterhin uns auch darum kümmern, dass wir hier mit den politischen Gestalterinnen und Gestaltern weiter in Kontakt bleiben. Nächste Woche ist eine Anhörung im Sportausschuss des Deutschen Bundestages zum Thema E-Sport. Auch wir als ESBD sind geladen, werden dort die Stimmen des E-Sports vertreten. Wir brauchen ganz wichtig das Thema Gemeinnützigkeit, um den Leuten mehr Raum zu geben, das zu machen, was sie lieben, nämlich E-Sport organisieren, Trainings organisieren, sich weniger mit Verwaltungskram auseinanderzusetzen, mehr E-Sport zu den Menschen zu bringen, junge Menschen dort auch abzuholen, zu prägen, mit Werten ihr Leben zu bereichern. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen brauchen wir da auch die Gleichstellung zum traditionellen Sport, denn E-Sport ist für uns Sport. Ja, ist es halt auch tatsächlich. Also das heißt, ihr habt ganz schön viel vor, ein vollgepacktes Jahr. Ich drücke ganz fest die Daumen, dass ihr alles so umsetzen könnt. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen, generell? Weil wir sind jetzt, glaube ich, am Ende unseres Programms für heute angelangt. Und wenn du möchtest, kannst du gerne noch abschließende Worte finden. Ich glaube, man kann hier sich nur nochmal bedanken bei den vielen, vielen Teams, vielen, vielen Athletinnen und Athleten, die mitgespielt haben am ESBD-Vereinspokal 2019. Vielen Dank auch für die beiden Teams, die jetzt hier gerade auf der Bühne wirklich eine tolle Leistung abgeliefert haben. Ihr könnt da gerne nochmal selbst jubeln und applaudieren. Aber ich glaube, sie sind mit sich selbst beschäftigt. Die sind gerade. Dann, wenn man sie mal braucht, dann applaudieren sie nicht. Aber tatsächlich, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch nochmal den vielen Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern danken, die über die letzten Wochen hier wirklich ein tolles ESBD-Vereinspokal-Turnier auf die Beine gestellt haben. Hätte ich mir nie so träumen lassen, dass das so gut wird. Ich bin begeistert, dass wir das auch im ESBD mit als Gemeinschaft von Vereinen, als Gemeinschaft von E-Sport-Organisationen in Deutschland so geschafft haben. Vielen, vielen Dank dafür und hoffentlich bis nächstes Jahr. Ja, gratuliere auch nochmal von mir. Danke, liebe Leute, dass ihr heute da wart. Das war jetzt unser letzter Programmpunkt für heute.
Ich weiß nicht, ob jetzt gleich noch Werbung kommt oder ob wir noch etwas zeigen. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, ich sehe euch entweder hier live oder am Stream. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Danke, Hans, dass du da warst. Und wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke, ciao. Becky. Wir werden diesen Jungs mal zeigen, wie wir das machen. Bist du bereit? Schneller, höher, weiter, Baby. Alles klar. Schneller. Höher. Weiter. Schneller. Höher. Weiter. Versuch mitzuhalten. Captain Marvel. Im Kino.